So, hallo? Test? Ja. Muss mal kurz gucken, ob das richtige Mikrofon eingestellt ist. Ja, das richtige Mikrofon ist eingestellt. Ich habe ja nichts gern seit gestern. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Und wieder spielen wir WWE Supercard. Ja, es gibt einiges Neues, was jetzt die letzten 24 Stunden passiert ist. Die letzten 24 Stunden passiert sind. Ja, egal. Deutsch. Deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Was die letzten 24 Stunden passiert ist. Auf jeden Fall. Beziehungsweise die erste Änderung. Ich habe keine Musik mehr in dem Stream. Weil ich habe Angst. Ich will das Zeug ja auch auf YouTube hochladen. Also kann. Deswegen will ich verhindern, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Auch wenn ich letztes Mal nur Retro-Videogame-Musik genommen habe. Egal. Lass ich diesmal weg. So. Als nächstes, wie man im Titel eigentlich ursprünglich erkennen kann, neue Deckstufe oder Deckstufen oder Stufenaufstieg. Ja, Leute, ich habe es endlich geschafft. Ich bin von SummerSlam 18 plus, gestern war ich noch SummerSlam 18 plus, bin ich jetzt, ich wiederhole, ich bin jetzt vor gut einer halben Stunde bin ich auf Stufe Gotik aufgestiegen. Ja, Leute, ich bin jetzt Stufe Gotik. Wo steht das? Wo kann man es irgendwo anzeigen lassen? Da. Ich bin jetzt Stufe Gotik. Yeah! Sehr schön. Es ist wunderbar. Ja, gut, ich habe ein bisschen nachgeholfen. Ich habe mir nämlich heute den kleinen Boost verpasst. Nämlich, ich habe mir heute 15.000 Credits gekauft. Das ist eine seltene Sache, das mache ich. Ich habe mir heute 15.000 Credits gekauft. Und habe dann in dieses Pack hier investiert. Dieses Pack hier investiert. Gut dick weiblich, weil ich habe ja gestern schon mal erzählt, weil mein Frauendeck brauchte eine Verstärkung, habe ich ja gestern erzählt. Ja, auf jeden Fall habe ich mir heute 15.000 Credits gegönnt und habe hier ein so ein Pack hier gekauft, was momentan was momentan 10% günstiger gibt. Egal, auf jeden Fall. Und da war dann eben unter anderem auch folgende Dame drin, ne? Wartet mal, ich zeig's euch mal. Nämlich diese junge Dame hier war da drin in diesem Pack. Ich habe eine Gothic Billie Kay bekommen. Ich bin jetzt so. Oh, ich liebe es. Diese Frau hat mir dann nach dem Leveling übrigens geholfen, dass ich jetzt die Gotik-Stufe erreicht habe. Ja, Leute. Ich bin jetzt Gotik-Stufe. Sehr schön. Finde ich klasse. Finde ich top. So muss das sein. Gelevelt ist sie schon. Also, was heißt gelevelt ist sie? Sie ist jetzt. Ich habe jetzt sie erstmal hochgelevelt auf das Level. Jetzt. Ja. Jetzt muss ich mich dran machen, halt quasi hier das Play-Level zu machen, sozusagen. Jetzt kommt die Folge, die ich gestern übrigens gestreamt habe, die kommt jetzt auf YouTube online als Premiere. Auf jeden Fall in selbigen Pack. Ne, beziehungsweise fangen wir anders an. Vorher, es gab ja auch diese Greifarm-Packs. Ich habe mir 10 Greifarm-Packs gekauft. Mit, glaube ich, 99 Credits oder so hat eins gekostet. Da war unter anderem halt bei diesen. Naja, da war halt nur Mist dabei, sage ich jetzt mal bei denen. Also fast nur Mist dabei bei diesen Greifarm-Packs. Das einzig Gute in diesen Greifarm-Packs war Shayna Baszler.
Ich habe jetzt eine Shayna Baszler, meine erste Shayna Baszler in dem Spiel. Und dann auch noch eine Goliath Shayna Baszler. Ist für meine Frauendeck eine Bereicherung, definitiv. Ist für meinen Frauendeck definitiv eine Bereicherung. Aber halt nur bedingt. So, auf jeden Fall. Aber auch im, wie gesagt, wo ich drauf zurückkommen wollte, in dem Frauen Gothic, in dem Gothic weiblich Pack, was ich mir geholt habe für diese 4500 Credits, war auch ein zweiter, ein Drew McIntyre drin, ne? Den ich übrigens schon hatte, Drew McIntyre im SummerSlam 18, und konnte ihn damit dann auch jetzt prone. Das ist jetzt mein, lasst mich lügen, mein vierter SummerSlam 18 Pro. Mein vierter SummerSlam 18 Pro. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, so langsam aber sicher geht es voran. Ich finde es immer schön, wenn es im Spiel auch vorangeht. Übrigens, by the way, Drew McIntyre habe ich nicht geplay-levelt. Sondern ich habe einfach die Dings. Die Punkte verteilt, bla bla, bis er komplett voll war. Also hier unten die Level habe ich komplett voll gemacht hier. Bis Level 75 oder so ähnlich. Habe die Punkte so gleich verteilt hier. Dass er halt quasi Gold Pro wird, sage ich jetzt mal. Hab aber, wie gesagt, nicht geplay-levelt. Der andere Drew McIntyre war auch komplett fertig geplay-levelt, der andere eben nicht. Deswegen ist er halt nicht ganz so stark, aber. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich direkt geprobt. Im Gegensatz zu meinem Braun Strowman, an dem ich gerade noch am Playleveln bin, sozusagen. Ja, wie gesagt, Braun Strowman, den möchte ich komplett voll machen. Da möchte ich beide. Den möchte ich wirklich richtig Playleveln, dass der komplett voll ist. Und so, dass ich den halt quasi, dass ich gerade die größtmögliche Stärke bei ihm rauskriege, sozusagen. Also, dann müsst ihr den Pro. Und dann habe ich noch mein mein ersten Pick, sage ich mal, wie heißt das, mein Free Pick? Keine Ahnung, ich habe quasi vom Board noch meine erste Gothic-Karte gezogen. Kriegt man ja, wenn man die Deckstufe erreicht hat, kriegt man ja noch eine Karte der Stufe, die man erreicht hat. In dem Fall habe ich eine Gothic-Karte noch gekriegt. Und ihr seht auch schon, welche Karte ich gekriegt habe. Ich habe nämlich einen Rey Mysterio habe ich jetzt bekommen. Habe jetzt Gothic Rey Mysterio. Ich habe jetzt zwei Gothic-Karten. Rey Mysterio ist vom Board gewesen. Und Billy Kay übrigens aus dem Paket. Ja. Genau. Dann habe ich noch meine Fusion eingelöst. Also, ich habe damals im 18. Fusion am Laufen gehabt, noch seit ein paar Tagen. Und da war Teil des Unil drin. Finde ich jetzt leider nicht. Mir wäre eine Frau lieber gewesen, so Sasha Banks oder Bailey oder was da, glaube ich, drin war. Wäre mir beides lieber gewesen, aber gut, damit kann ich leben. Gut. Also, wir haben jetzt schon mal. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon definitiv einen großen Sprung gemacht. So. Was steht heute eigentlich noch so groß an? Eigentlich steht eigentlich bloß noch an. Ne? Ansonsten habe ich alles soweit gezeigt. Wir haben jetzt Battleground, noch 18 Stunden. Ne? Ich muss meine Matches Team Battleground noch spielen. Die spiele ich komplett durch, die Team Battleground Matches. Und es sieht momentan relativ ausgeglichen aus. Wie gesagt, wir spielen Battleground. Dann spielen wir noch eine ordentliche Runde Elimination Chamber, also reihweg durch. Um halt quasi noch. Und damit ich meine Karten auch wirklich leveln kann, die ich halt noch so habe. Muss man mal so durchgucken, wie ich das so alles so handhabe. So, machen wir hier schnell die Aufladung rein. Wisst ihr das schön, wisst ihr, ich finde das immer schön, wenn man eine höhere Stecktufe erreicht hat, als man dann vorher schon war. Also. Gut,
bei SummerSlam 8, das Problem ist bei SummerSlam 18, so viel SummerSlam 18 Karten habe ich vom Board gar nicht gezogen. Weil man zieht ja immer ab einer gewissen Anzahl an Resets vom Board, zieht man ja irgendwann auch wirklich die Karte seiner Deckstufe. Den sogenannten Free Pick oder sowas. Ich will. Auf jeden Fall, so viele SummerSlam 18 Karten habe ich gar nicht vom Dings gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ein oder zwei habe ich maximal vom Dings gezogen. Ich glaube, des Öfteren war auch bei den Free Picks, die ich hatte, sage ich jetzt mal auch eben SummerSlam Verbesserung, SummerSlam 18 Verbesserung oder Manager dabei, sage ich jetzt einfach mal. War also nicht immer relativ gut, aber auf jeden Fall habe ich jetzt gemacht. Ich ziehe noch mein Gratis-Pack, so ziehe ich jetzt noch. Ist leider auch nicht unbedingt wirklich das wahre Verstärkt bis Neon. Ist halt eher mager, sage ich jetzt mal. Hier die Gratis-Packs, die ziehe ich eigentlich bloß noch aus Gewohnheit, weil es einfach, was man hat man, wie man so schön sagt, war. Ich ziehe die eigentlich bloß noch aus Gewohnheit, weil sie mir, im Endeffekt bringen sie mir ja gar nichts. Weil ich habe, das Beste, was ich hier quasi aus den Gratis-Packs mal bekommen habe, war die WrestleMania 34. Und die habe ich schon lange wieder weggegeben, irgendwie, weil das einfach, weil sie mir einfach nichts gebracht hat. Oder was mit Goliath. Ist auch relativ egal. Ist nicht so wichtig. So. Und das haben wir es im 17 diesmal. Ne Bailey! Yeah, ne Bailey! Ich mag Bailey. So, auf jeden Fall. Aber diesen Einkauf hier, sage ich jetzt mal, dann habe ich diesen Monat einfach mal investiert. Das wird also nicht so oft vorkommen, weil ich hätte hier natürlich auch das männliche Neon-Pack mir holen können. Da hätte ich definitiv einen größeren Sprung machen können. Aber allerdings wollte ich halt eben nicht. Ich wollte. Punkt, 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 bla, 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 bla. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass ich auch wirklich todsicher eine Frau habe, die mein Deck verbessert. Weshalb ich halt eben dieses Gothic Pack geholt habe. Wo ich genau wusste, hier wird definitiv eine Gothic, mindestens eine Gothic Frau drin sein. Deswegen habe ich mir dieses Pack auch geholt. Bin zwar ein klein wenig enttäuscht, dass es nur eine Billie Kay geworden ist, aber lieber eine Billie Kay in Gothic als einfach nur als eine Alexa in SummerSlam 17, was mir nichts mehr bringt. So, Punkt. So als Vergleich, weil ich mag Alexa. Aber was bringt sie mir jetzt damals im 17? Dann nehme ich lieber die Gothic Billie Kay, die ich nicht so mag, aber ich mag sie jetzt nicht so. Ich mag sie jetzt als das, was sie repräsentiert, ist sie schon okay, aber sie hat einen anderen Stellenwert bei mir als eine Alexa, so Punkte. Dann nehme ich aber trotzdem lieber die Billie Kay, weil die mir im Deck mehr bringt. So. Gut. Ansonsten habe ich alles soweit erklärt, genau. Ich könnte eigentlich schon wieder eine neue Fusion anfangen. Genau, das können wir eigentlich mal machen. Gucken wir mal, ob ich irgendwas finde. Zephyrons kann man gleich in die Fusion stecken. Muss gerade selber mal überlegen, was habe ich denn überhaupt noch alles? Na. Eine Bailey! Tschüssi, Bailey! Starten wir gleich mal die nächste Fusion. Dauert nicht lange, dauert eine Stunde? Das Zeug dauert eine Stunde? Ja, von mir aus, okay. So, dann wird es Zeit, Team Battleground Grinding, genau, sozusagen. Team Battleground, wir müssen ein bisschen was machen. Mein Team hat schon relativ gut vorgelegt, so wie es aussieht. Ja, unser Freund hier AJ Styles hat schon ordentlich zugelegt. Sehr schön, ich muss mal kurz gucken, ne? Ja, wunderbar, den können wir doch angreifen, den schaffen wir doch dicke. Der hat die meisten Punkte und hat fast nichts gelevelt, den können wir dicke platt machen. Ich würde sogar sagen, diese Runde können wir für uns entscheiden. Diese Team Battleground können wir für uns entscheiden. Da wir schon wieder alle. Egal, halb so wild. Ich muss mal kurz überlegen, ich muss trotzdem gucken, weil meine schwächsten Karten sind trotzdem nur
minimal stärker als die anderen. Deswegen muss ich gerade selber überlegen. Ich hau erstmal Alexander Wolf raus, um einen ganz sicher, ganz todsicheren ersten Sieg auszuarbeiten. Bei den Mädels sieht es da schon wesentlich einfacher aus. Shayna Baszler und ja, gut, wunderbar. Und meine Alexa und meine Asuka, die vertragen sich zwar nicht, aber haben dicke mehr drauf als unsere beiden Gegner. Jetzt, ich meine, von der Stärke her sind sie auf jeden Fall definitiv stärker. Das wird auf jeden Fall ein Sieg. Es ist egal, was ich jetzt hier raushaue. Ich nehme trotzdem meinen Stärksten. Muss mal gucken, ob der hier. Ja, der kann mithalten. Mist, kann mithalten. Sehr schön. Ein perfektes Spiel. Sehr schön. Hat doch wunderbar funktioniert. Gleich mal wieder solche, so diese Aufladung, diese grüne Aufladung sammeln, damit ich hier wirklich in der. Wie sage ich's? Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Damit ich. Ich bin raus. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich habe einen Faden verloren. Doch, damit ich einen King of the Ring, sage ich jetzt mal, immer wieder aufladen kann. So, Punkt. So, Frau, gleich mal die erste Ladung raushauen. Wenn man eine Asuka nicht trainiert, dann ist man schon ziemlich blöde. Aber gut, okay, von mir aus. Da will sich jemand einfach mit durchschleifen lassen. Ja, von mir aus soll er machen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Bams. Und Alexa, komm raus. Die hätte ich übrigens gern. Das ist mein nächstes großes Ziel. Diese Alexa. Die ist damals im 18. Alexa. Das ist mein nächstes großes Ziel. Ich könnte jetzt zwar sagen, okay, wie wäre es mit einer Neon Alexa? Gibt es natürlich auch. Oder zerstört Alexa. Aber das ist noch alles. Das gerade Neon und zerstört Alexa, das ist noch noch Zukunftsmusik. Das wird sich erst. Jetzt ist erstmal die höchstmögliche Alexa, die ich kriegen kann. Gehe mal aus, dass ich vielleicht irgendwann von Bord ziehe. Das wäre eben die Samsung 18 Alexa. Wo es halt alles nur funktionieren. Jetzt da ich Stufe Gotik bin, ist die höchste Karte, die ich ziehen kann, eben eine Gotik-Karte. Ich hoffe halt nur, dass es halt auch wirklich alles gut funktioniert. So. Next. Ich halte mich erstmal an den beiden hier oben auf, so ein bisschen. Du mal nicht aus, ja. So. Wie gesagt, wir grinden jetzt so ein bisschen durch diese Team Battleground. Ich gehe davon aus, wir gewinnen. Ich würde einfach sagen, wir gewinnen die Team Battleground. Ich hätte beinahe gesagt, ich gewinne die Team Battleground, weil. Ein anderer Kollege hat ja auch was gemacht mit dem Dings hier, aber. Nein, jetzt keine Neustart. Wenn du mir jetzt Neustart hast, dann hau ich dir aufs Gesicht. Du Gesichtsmensch. So, da haben wir die ersten beiden Runden für mich entschieden. Ne? Ist also gar nicht mal so verkehrt. Ich finde es immer. Es ist scheiße, aber auch irgendwie. Für mich ist es positiv, wenn der Gegner nicht trainiert hat. Weil es für mich dann einfacher ist, weil ich dann relativ gut durchgrinden kann und das mal die 15 Matches mal eben schnell ziehen kann. Es ist spannender, wenn komplett alles trainiert ist. Aber für mich ist es einfach einfacher, wenn halt eben der Gegner nicht trainiert hat. Oder nicht gelevelt hat, sage ich jetzt mal. Aber in meinem Team, sage ich jetzt mal, ist es dann aber auch scheiße, wenn hier niemand trainiert hat. Aber ja, es ist halt so ein bisschen Zwiegespalt. Zum einen sagst du, okay, bin ich froh, dass der Gegner nicht trainiert hat, zum anderen, ja, warum? Ist aber auch irgendwie langweilig, wenn man einmal schnell durchgrindet, aber ich hoffe ja halt nur, dass es halt wirklich, dass ich am Ende eben mein Ziel erreiche und eben endlich hier diese Neon-Karte hier kaufen kann, weil ich möchte hier eine Neon-Karte kaufen. Da brauche ich noch 9000 Punkte, knappe 9000 Punkte, dann kann ich mir eine Neon-Karte kaufen.
Für den Sieg bekomme ich leider bloß 2000. Also, ich muss noch den einen oder anderen Team Battleground muss ich noch durchziehen, ne? Damit das hier was bringt. Ansonsten kriege ich nach dem Team Battleground kriege ich eine sichere Summer Slam 18, das ist positiv. Vielleicht habe ich ja Glück, das ist eine Summer Slam 18 Frau. Wie gesagt, ich brauche dringend Frauen in dem Team, definitiv. Ich brauche dringend noch. Ich habe zwar jetzt, wie gesagt, diese Gothic BDK, aber gerade das Frauenteam ist immer noch lückenhaft, sage ich jetzt mal. Da muss, wie gesagt, noch viel dran gerüttelt werden. Ich denke mal, das ist halt ein langer Prozess. Das dauert halt ein bisschen. Aber ich sehe da kein Problem dran. Man spielt ja immer wieder. Also von daher sehe ich da auch kein Ding darin, dass es halt nichts wird. Oder warum soll das nichts werden? Das funktioniert. Sollte alles funktionieren. Das war wohl nichts diesmal. Die Runde. Also gut, ich habe jetzt zwar das Match an sich gewonnen, aber halt eben nicht in einem perfekten Sieg, sondern halt eben nur in einer 2 zu 1. Was mir allerdings aber auch schon passiert ist bei Team Battleground, ich habe ein Match gewonnen. Hier wie jetzt hier gerade eben. Habe aber am Ende hier 0 Punkte bekommen. Hier steht. Das ist mir auch schon passiert, dass ich hier die Punkte zwar bekommen hätte normalerweise. Ich habe aber eben keine Punkte bekommen, obwohl ich gewonnen habe. Das ist mir auch schon passiert. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist, aber mir ist das schon mal passiert. Das ist, glaube ich, erst jetzt sogar bei der letzten Team Battleground, wo ich noch nicht gestreamt habe, die vor dieser Team Battleground, da ist das nämlich auch schon gewesen. Da habe ich nämlich das ein oder andere Match auch gewonnen und habe dafür die Punkte nicht bekommen. Ich meine, am Ende hätten wir eh verloren, so ist es nicht. Und auf die 100 Punkte, die ich da bekommen habe, wäre es jetzt nicht angekommen, aber es ist trotzdem scheiße, wenn man die Punkte nicht bekommt, obwohl man gewonnen hat. Was gibt es denn hier für eine Möglichkeit? Hier kann ein Titan bis Neon drin sein. Ich würde einfach mal sagen, ich versuche einfach mal das Glück, aber ich könnte mich auch an das hier versuchen, auf die 25 Punkte zu sammeln. Aber das ist dann doch. Nee. Gehe ich hier hin. Mach lieber die 10er Herausforderungsbelohnung, das reicht. Vielleicht, wenn ich Glück habe, kriege ich was Gutes. So, dann. 3, 2, 1. Oh! Diesmal also so. Oh, was ist denn schönes? In Monster-Tempo. Ich habe auf jeden Fall eine WrestleMania 34-Karte. Was ist das wohl? Was ist eine WrestleMania 34? Einen Goldust! Ja, bringt mir leider nichts mehr. Kein Pro. Ich habe sowieso kaum noch WrestleMania 34 Karten. Gerade bei Männern. Die sind alle definitiv schon mehr oder weniger weg. Aber gut. Zum Wegtrainieren ist er alle mal gut. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber zum Wegtrainieren ist er alle mal gut. Spätestens dann, wenn ich nach dem Team Battleground meine Belohnung quasi kriege. Spätestens dann. Sofern wir das Ding natürlich gewinnen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das Ding dicke gewinnen. Sehr schön. Weil unsere Gegner haben diesmal, zumindest die ersten drei oben, haben definitiv nicht trainiert. Also nicht viel trainiert, sagen wir mal so. Ein bisschen haben sie natürlich trainiert. Ich sage mal trainiert, obwohl es eigentlich trainiert ist, aber. Aber halt nicht so viel, dass man sagen kann, okay. Das könnte eine enge Kiste werden. Momentan ist noch der Stand sehr eng, sage ich jetzt mal so 2000, was weiß ich was. Gott, das habe ich auch erst bekommen. Dann war Billy also dein Freebie. Nee, nein. Ray war mein Freebie. Ray, Mysterio war mein Freebie. Das habe ich vorhin am Anfang erklärt. Billy, die habe ich aus einem Pack gekriegt, die ich mir heute gegönnt habe. Mein Freebie war ein Rey Mysterio. Leider war Billy nicht mein Freebie. Wäre schön gewesen. Wobei. Es ist immerhin eine Frau fürs Team. Also von daher. Schön, dass du heute mal da bist. Finde ich schön. Gestern warst du ja nicht da, aber ist ja nicht so schlimm.
Gestern war hier einiges los. So, ja, 2700 zu 2300 ungefähr, sagen wir es mal. Eigentlich positiv. Wollen wir mal loslegen hier. Ja, hi übrigens. Na, Jasmin, was geht ab? Ich habe mir nämlich heute einen Powerschub gegönnt für mein Deck an sich. Weshalb ich auch heute auch, wie gesagt, auf die Gotik-Stufe gekommen bin. Also von daher perfekt. So, wie gesagt, ich grinde jetzt erstmal hier durch das Team Battleground. Das läuft eigentlich gar nicht so verkehrt gerade. Bams. Also die Zeit schlafen. Ja, es ist ja nicht so schlimm. Ich sage ja nichts weiter. Es ist halt nicht so schlimm. Wer war es dann? Ray, habe ich gerade gesagt. Ich kann ihn dir gerne nochmal zeigen. Ray Mysterio Gothic habe ich. Mein Freebie war Ray Mysterio. Aber gut. Alles okay. Alles okay. So. Ist aber nicht. Es ist auch nicht schlimm, wenn du mal nicht da bist. Ist alles okay. Ich habe gestern halt sowieso spontan gestreamt. Naja, gut, wenn du den Stream von gestern nochmal nachholen willst, ja, wurde ja heute gerade quasi veröffentlicht noch auf YouTube. Episch! Ja, hier ist er. Da ist er. Wie gesagt, dann habe auch noch einen zweiten Drew McIntyre habe ich auch noch bekommen. Den habe ich jetzt geprot. Mein Braun Strowman, den will ich noch fertig leveln, ne? Bevor ich den Pro. Aus der Fusion, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das alles mitgekriegt hat. Aus der Fusion hatte ich Titus O'Neil. Ja, ansonsten, ne? Bei den Frauen kam, wie gesagt, Billie Kay dazu. Und Shayna Baszler. So, jetzt. In dem, was hier alles so jetzt hier gelaufen ist. So, jetzt machen wir erstmal Team Battleground zu Ende. Bisschen was lief ja schon. Wie gesagt, allein gestern habe ich. Ich gucke gerade die Liste rein. Gestern habe ich 3, 4, 5. Gestern habe ich 5 neue Follower bekommen. Auf Twitch. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Fand ich schön. So, nochmal gegen ihn hier. Will ordentlich Punkte raushauen. Ich kann meine Summer Slam 18 Fusion später auch abholen. Das ist doch schön, wunderbar. Hoffe, es wird Bailey oder Sascha. Mir wäre Bailey oder Sascha auch lieber gewesen, sage ich ganz ehrlich. Aber bei mir hat es leider nur für den Titus O'Neil gereicht. Ist egal, ich habe schon wieder die nächste Fusionsreihe angefangen. Jetzt gucke ich mal, dass ich wieder bis damals am 18 komme und gucken, was dann rauskommt. Dann war ja wohl wirklich einiges los hier. Muss ich mir später mal anschauen. Ja, wie gesagt, kannst du dir auf YouTube jetzt anschauen. Es wurde gerade heute veröffentlicht. Vor einer halben Stunde ungefähr wurde es mehr oder weniger veröffentlicht. Kann sogar sein, dass die Premiere noch läuft. Weil der ging gestern 2 Stunden, der Stream. Ich habe 2 Stunden Supercard gestreamt. Habe in dem Stream nämlich fast, glaube ich, hab in dem Stream, glaube ich, komplett meine Karten hier gelevelt hier für Team Battleground. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass am Ende noch, dass ich 5 Karten oder so nicht machen konnte oder so ähnlich, dass mir irgendwie was noch gefehlt hatte, was ich dann im Nachhinein gemacht habe, aber. Wie gesagt, den Großteil des Ganzen, also von meinen Leveln her, habe ich gestern im Stream gemacht. Wie gesagt, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich will ja auch nichts versprechen. Vielleicht mache ich ja diese Supercard-Streams öfters jetzt. Aber ich will da noch nichts versprechen. Mal gucken.
Es muss halt immer auch irgendwas sein, wo ich selber sage, okay, das. Ich will das so machen. Wenn mal nichts im Supercard los ist oder so, wenn es gerade mal eher ein bisschen langweilig ist, dann halt eben nicht. Also ich will jetzt nicht so diese nur Hauptcontent Supercard streamen, sondern auch, wie gesagt, auch irgendwann andere Sachen. Demnächst kommt ja auch wieder Final Fantasy 15 mache ich demnächst wieder. Mega Man X2 kommt demnächst. Ist, wie gesagt, das Jahr hat angefangen, jetzt wird das mal. Jetzt muss ich alles, ich will erstmal wieder alles wieder einpegeln. Jetzt willst du langsam wieder ins Geschäft zurück, sage ich jetzt mal. Dahinter wäre auch nice. Könnte ich dann kombinieren. Ja, doch, wenn du den kombinieren kannst, wäre es gar nicht so verkehrt. Finde ich eine tolle Idee mit dem Supercard Streams. Hätte fast gesagt, spiele noch wie ich so Themes der Wrestler ab. Aber wenn du es dann auf YouTube hochlädst. Gestern habe ich den Stream mit Musik gemacht. Habe ich glaube am Anfang erklärt, da warst du aber noch nicht da. Gestern habe ich den Stream mit Retro-Musik gemacht, also Retro-Video-Game-Musik. Es lief auch alles gut, alles wunderbar. Der Stream ist alles wunderbar, alles da, alles funktioniert. Ich möchte aber möglichst ohne Musik hier auch machen, weil um auf Nummer sicher gehen, dass wirklich nichts schief geht, sage ich jetzt mal. Dass hier irgendwann ein Lied läuft, wo ich sage, Scheiße, jetzt ist der Ton weg. Vor allem, wenn ich in der Passage gerade irgendwas Wichtiges erzähle. Keine Ahnung. Iggy, ich hätte auch ja mal wieder Bock mehr zu machen. Hänge bloß gerade zu viel an Monster Hunter fest. Dann spielst du Monster Hunter. Dann spielst du doch mal Monster Hunter. Das wär's doch mal. Das war doch mal eine Idee. Das kommt. Apropos, genau, wo wir gerade bei Monster Hunter sind, das wird bei mir auch, das nehme ich bei mir auch in die Liste übrigens auf. Also Monster Hunter Streams. Allerdings werden die zum größten Teil halt eben den Singleplayer behandeln, weil den Singleplayer, den spiele ich ja sowieso selten, sage ich jetzt mal. Und da ich aber im Singleplayer vorankommen muss, gerade vor allem bei Ultimate, bei Generations Ultimate. Dass ich auch wenigstens den Offline, diesen Singleplayer ein bisschen spiele, dass ich den auch mal im Stream mache, und so, dass da wirklich, dass es da auch ein bisschen vorangeht, dass ich auch mal sagen kann, dass ich das mal auch, wenn wir unsere Samstage wieder spielen oder unser Wochenende mal wieder spielen, dass man da halt wirklich, dass ich auch wirklich einen Schub habe, sage ich jetzt mal, dass ich nicht immer so ganz so weit hinterherhänge. Ihr spielt wahrscheinlich, was weiß ich, Singleplayer noch und nöcher oder was weiß ich, dass ich da auch ein bisschen hinterherkomme. Und das sind so jetzt die Hauptaugenmerke jetzt momentan, was ich ja da. Ich habe, das sind momentan die, ich sag mal, die vier Spiele, die ich momentan so im Stream-Auge habe, sage ich jetzt mal. Also die jetzt momentan zum Großteil gestreamt werden, sind eben Supercard, wie man gerade sieht. Monster Hunter. Wenn das mit dem Singleplayer dann auch gut läuft, kann ich natürlich aber auch mal über Multiplayer-Streams nachdenken, so mit Monster Hunter. So. Alles kein Ding. Das ist jetzt nicht, dass ich nur Monster Hunter Singleplayer mache, sondern vielleicht auch mal Multiplayer oder so will. Aber am Anfang halt erstmal eben der Singleplayer, damit da ein bisschen Vorantreibung kommt. Wie gesagt, Monster Hunter, Mega Man X2 ist der nächste in der Reihe. Ja, und Final Fantasy 15, genau. Nochmal. Supercard, Monster Hunter. Supercard, Monster Hunter. Ich bin immer raus. Supercard, Monster Hunter, Mega Man X 2 und Final Fantasy 15. Diese vier Spiele sind erstmal ein Grundhauptaugenmerk bei den Streams. By the way, die kommen alle so in vollständiger Form. So Streamlänge werde ich ungefähr so. Maximal 3 Stunden streamen. Ich streame maximal 3 Stunden und da wird dann halt eben, die werden dann halt so komplett auf YouTube hochgeladen. Um halt wirklich die angefangenen Projekte von YouTube auch wirklich auch voranzutreiben und so weiter. Deswegen erstmal die vier Spiele und wenn dann die Spiele durch sind, wird dann halt nach und nach halt, keine Ahnung, wenn ich 15 durch habe, wird es dann halt zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht, wenn sie X ersetzt oder so, je nachdem. Halt, dass ich die Projekte fertig kriege, die da so laufen. Aber natürlich noch andere Projekte, die ich vielleicht noch nebenbei mit einschieben kann. So, ich
Ich habe einen Doom angefangen, ich habe Kingdom Hearts angefangen. Das ist halt so, dass man die Projekte halt. Dann vielleicht mit der Ingame-Musik. Ja klar, ich streame spät nachts mit Kai Monster Hunter. Oh ja, beim Singleplayer bin ich gerade beim dritten Stern, bei den 3-Sterne-Quests. Dann bin ich jetzt. Wahnsinn, sehr schön. Du musst ja nicht nachts streamen. Nein, alles okay. Wie gesagt, es ist halt nur ein Vorschlag. Du musst ja nicht nachts wenn du mit Kai dort spielst, das auch gleichzeitig streamen. Wenn du mal zufällig, sage ich jetzt mal, tagsüber wach bist und halt eben gerade Bock hast auf Monster Hunter, dann kannst du es auch streamen zum Beispiel. Auch wenn Kai oder so nicht da dort, was ich will, wenn ich nicht da bin, dann streamst du das halt mal. Ist alles nur ein Vorschlag, alles okay. Wenn du keine Motivation hast oder keine Lust hast dazu, dann alles okay. Es ist halt nur ein Vorschlag. Wie gesagt, ich persönlich möchte jetzt endlich wieder in das, wie ich gerade schon mal gesagt habe, wieder zurück in das Geschäft reinkommen. So ein bisschen. Und ich würde sogar sagen, mit Supercard habe ich dann gar nicht mal so einen verkehrten Anfang gemacht. Ich finde, Supercard ist so ein schönes Projekt, da kannst du dich wieder ins Reden reinfinden, sage ich jetzt mal, weil gerade Supercard, da musst du reden, ne? Weil, was willst du die ganze Zeit durchklicken und einfach, du merkst ja nichts weiter. Gut, schlechtes Schlafrhythmus dann. Ja, gut. Wie gesagt, es war ja auch nur so ein Vorschlag. Es. Mach dir da keinen Stress. Wenn du es nicht anders hinkriegst und du es nicht machen willst, oder. Gut. Mach wie du denkst. Ich sage immer, mach wie du denkst. Wie gesagt, was ich sagen wollte, bei Supercard ist es halt so, du musst halt reden. Du musst halt irgendwas sagen. Du kannst nicht einfach durchklicken und sagen. Sondern du musst halt die Leute unterhalten, weil das Spiel selber ist jetzt nicht unbedingt der größte Unterhaltungsfaktor, sag ich mal. Wenn du jetzt in Kingdom Hearts oder in Final Fantasy 15 spielst, das Spiel kann mit seiner Story unterhalten. Ein Wrestling-Spiel oder ein WWE Supercard zum Beispiel kann eben nur dadurch unterhalten werden, indem du halt selber dort sitzt und irgendwas laberst. Merkst du ja an den ganzen Leuten, die halt eben auch Supercard-Content machen. Die reden viel, die reden, die erzählen, die haben immer irgendwas zu erzählen. Die haben immer irgendwas zu erzählen. Und das macht ein Let's Play halt quasi aus. Deswegen finde ich, ist es ein gar nicht so verkehrter Einstieg, wieder in diesen ganzen Rhythmus reinzukommen. Jetzt ist das Stream an, jetzt muss ich reden, jetzt muss ich die Leute unterhalten, jetzt muss das Spiel laufen, jetzt muss alles gut werden. Weit mehr reden als bei Supercard, weiß gar nicht, warum das so ist. Ja, das ist wohl Ansichtssache. Ich finde, Supercard ist jetzt kein Spiel, wo du dich wirklich groß konzentrieren musst, im Grunde. Weswegen ich finde, du kannst viel bei Supercard reden, weil du klickst kurz deine Karte an, dann macht die das, dann läuft die so, wie es ist. Dann macht die halt ihr Ding oder so. Und dann geht es halt seinen Gang. Und ich kann mich halt eben ich kann mich auch mehr auf den Chat konzentrieren. Das ist halt die Sache. Gerade so in Streams. Was mir auch irgendwo vielleicht so ein bisschen hilft, weil wenn ich streame, gehe ich ja auf den Chat ein. Und wenn der Chat was macht, schreibt, kann ich darauf reagieren. Und somit kann ich reden und dann läuft, dann fließt's, wenn man so schön sagt. Du meintest vorhin was mit Ingame-Musik. Ich könnte mal gucken. Ich weiß nicht, was wie hier die Musik überhaupt läuft. Muss ich mal gucken. Der Player, der ist mir noch nicht ganz so. Soll aber auch nicht zu laut sein. Ich muss gerade selber mal gucken. Hört man was? Kannst ja mal in den Chat schreiben, ob du was hörst. Wenn nicht, dann es ist alles, wie gesagt, alles noch anfangsweise und alles noch justiert werden. Ja, machen wir erstmal noch den hier fertig. Dann haben wir erstmal die ersten 10 Matches fertig. Ganz leise. Also, glaube ich, wieder zu laut.
Dann justiere ich hier vielleicht noch ein bisschen was. Ja gut, jetzt ist es gerade schlecht, weil jetzt gerade nicht zu viel zu hören ist. Sehr schön. Wie gesagt, immer schön, wenn irgendwas ist, immer sagen. Wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt, es muss immer erst nachwissen. Ich habe momentan nicht die Möglichkeit, ich habe auch keinen Bock jetzt zu gucken, ob da irgendwas ist. Und manchmal stimmt es auch vom Sound trotzdem nicht, obwohl ich der Meinung bin, es hört sich gut an. Deswegen am besten habe ich da jemanden da, der auch wirklich da hinhören kann und sagen kann, okay, pass auf. Da könntest du noch ein bisschen justieren und da. Ja, so ungefähr. Verstehst du? Gerade hat der Ton übrigens gebackt, also nicht wundern. Ja, das habe ich gesehen, wie du Adam getriggert hast mit dem Bild, mit dem oder irgendwas. Irgendwas mit, es ist erst, wir werden erst dann lernen, bla bla bla, wenn wir das letzte Dings da ist gemacht. Irgendwas mit den Knochen und irgendwas war. Wo er drunter geschrieben hat, danke Jasmin oder sowas in der Art, genau. Oder danke dir oder irgendwas hat er geschrieben, das habe ich gesehen, ja. Fand ich witzig. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie sieht's aus? Ich habe momentan 1200 Punkte gesammelt. Und ja, der Herr AJ Styles hat ordentlich losgelegt. Na, der hat ja auch krass gelevelt, ja. Der ist ein bisschen stärker als ich und hat so viele Punkte gemacht. Oh, gut, warum nicht? Gegen ihn haben wir noch gekämpft. Mal gucken, der muss doch noch. Den hat er angegriffen. Ja, gut. 97 Punkte sind jetzt nicht unbedingt viel. Wollen wir mal testen, ob er darauf reagiert und siehe da, ist irgendwie schon ein wenig traurig, dass ich ihn doch so leicht steuern kann. Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man einen Mann so gut steuern kann. Er hat also quasi 5 Zähne. 16, nee, warte mal. Auf jeden Fall, hier hat er ordentlich noch mit drauf gehauen. Okay, mache ich auch weiter. Kann manchmal vom Vorteil sein, wenn man den Kerl so gut steuern kann. Auf jeden Fall. Ich versuch's mal so. Ja, das könnte ganz knapp sein. Na gut, wenn die alle nicht gelevelt haben, kann sogar ich noch. Na, dann kannst du mal gucken, dass du da vielleicht noch was rausholst. Aber ich denke mal. Na gut, Es wird eine enge Geschichte, weil viele von uns haben ja nicht gelevelt, also von daher. Es wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Ich muss aber auch sagen, so ein bisschen. Da muss ich mal schauen, was sonst noch in der geht in der Richtung. Musst du mal gucken, du findest schon was. Wie gesagt, es nimmt mir so ein bisschen die Motivation, überhaupt die Karten zu sammeln für Team Battleground, wenn ich immer sehe, dass du bist in dem Team und sag jetzt einfach mal grob, 80% des Teams leveln nicht richtig. Da weiß ich immer nicht, warum soll ich mich dann überhaupt hinsetzen und überhaupt irgendwas leveln oder überhaupt nicht irgendwo dran beteiligen, weil es im Endeffekt einfach, du gibst dir die Mühe, du machst ja, du
holst das Maximale aus dir und deinem aus dem Deck raus, was du bekommen hast. Und am Ende verlierst du zum Beispiel, weil du halt eben, naja, weil halt kein anderer gespielt hat oder weil nur wenige gespielt haben. Und die, die gespielt haben, konnten nicht oder haben es nicht geschafft oder was weiß ich. Während die wahrscheinlich hätten ordentlich was rausholen können, die haben sie halt hingesetzt und haben nichts gemacht. Ist halt immer ein bisschen schade. Das nimmt mich so, mir so ein bisschen die Motivation, warum soll ich überhaupt noch an Team Battleground teilnehmen, wenn es im Endeffekt nur mir nicht so viel bringt, weil ich meine, wir sind momentan auf der Stufe damals im 18, wir kriegen eine damals im 18 Karte, wenn wir gewinnen. Ist wunderbar. Ist wunderbar, ist sehr schön. Nur die Karte kriegt man, wie gesagt, auch nur, wenn wir auch wirklich gespielt haben und gewonnen haben. Das ist immer das. Es gibt Tage, da habe ich die Motivation, mich Stunden hinzusetzen und das Spiel zu spielen. Und dann gibt es Tage wie. Hey. Ja, ich weiß schon, warum ich ungern den Zaun mitnehme, weil er sehr buggy ist in dem Ding hier. Jetzt da, wo ich nur mal eben reinschaue, meine Karten abhole und wieder gehe. Ja, ist alles okay. Also, ich habe auch so Tage. Bei mir ist es genauso. Es gibt Tage, da denke ich mir, ja, geil, hau's raus. Und es gibt auch Tage, wo denkst du dir, heute geht Bock zu, wir wollen was anderes machen. Keine Ahnung. Oder heute ist mir einfach nicht nach Supercard oder so ähnlich. Aber wenn du wirklich so Tare hast, manchmal ist es auch so, wenn du wirklich Tare hast, wo du spielen willst, dann hast du entweder bloß ein bisschen Team Battleground, wie jetzt gerade eben, und dann spielst du halt eben deine Sachen, die du machen kannst. Keine Ahnung, sei es in dem Fall eben, momentan läuft Elimination Chamber und halt eben Team Ring Domination oder was weiß ich. Oder Ring Domination, und dann musst du schon wieder aufhören, weil du keine Dinge mehr hast. Du brauchst nur noch knappe 3000 Punkte für eine Neon-Karte. Ich brauche noch 9000. Hier zumindest bei Team Battleground. Ich meine, ich könnte auch, habe ich vorhin schon mal erklärt, ich könnte vielleicht sogar auf die Gothic-Karte gehen. Weil die könnte mir momentan vielleicht sogar ein bisschen mehr helfen als eine Neon-Karte. Weil die Neon-Karte würde mir einen zu großen Schub geben. Allerdings brauche ich bis zur Gothic-Karte auch noch den einen oder anderen Battleground. Mir wäre natürlich, wie gesagt, die Neon-Karte lieber einfach eine Neon-Karte. Erstens habe ich bloß eine Neon-Karte und zweitens, je höher man gehen kann, desto besser. Das musst halt du. Im Endeffekt musst du wissen, was dir eher hilft. Sage ich immer. Ich meine, natürlich, dir hilft eine Gothic-Karte gut, dir hilft eine Neon-Karte gut. Du musst halt bloß abwägen, wenn du dir jetzt eine Summer Slam 18-Karte holst, ob sie dir jetzt nicht doch vielleicht eher helfen würde. Weil im Endeffekt, Team Battlegrounds machst du sowieso immer wieder. Macht man sowieso immer und immer wieder. So ist es nicht. Also man hat immer wieder die Möglichkeit, sich genug Punkte zu sammeln, um irgendwann vielleicht dann doch zu sagen, das nächste Mal hole ich die Neon-Karte oder das nächste Mal hole ich die Karte. Das nächste Mal das und das und das. Also im Endeffekt, wenn du jetzt sagen kannst, okay, ich hole mir jetzt lieber das aus dem 18-Karte, weil vielleicht habe ich Glück und kriege einen Pro raus oder vielleicht hilft die mir einfach mehr für mein Deck momentan. Dann machst du es halt so. Im Endeffekt ist es halt immer noch deine Entscheidung. Ah, scheiß Buggy Sound. Wie gesagt, natürlich ist eine SummerSlam. Es ist eine Neon-Karte für dein Team genauso hilfreich wie eine SummerSlam 18-Karte.
Oder eine Zerstörtkarte oder was weiß ich was noch alles. Aber wie gesagt, du musst einfach selber überlegen, riskiere ich jetzt hier, sagen wir es, eine 18-Karte, um vielleicht eine Pro zu kriegen und eine Karte zu verbessern, ne? Oder mein Deck zu verbessern. Und dann versuche dann das nächste Mal auf die Neon-Karte zu gehen oder von mir aus auf die Goldie-Karte. Oder mache ich es jetzt, wo ich nur noch so und so viele Punkte entfernt bin. Würde nur noch in meinen Top 8 Karten rutschen, wenn es eine Frau wird. Und die Chance ist gering. Ich möchte aber unbedingt endlich den SummerSlam 8, SummerSlam-Rang aufsteigen. Und mit einer zweiten Neon sollte das klappen, hoffe ich. Dann ist, glaube ich, dann doch besser, wenn du wirklich auf die Neon-Karte hinspielst. Weil wenn eine SummerSlam-Karte dir wirklich nichts mehr bringt, außer wenn es eine Frau ist. Und wie gesagt, die Chance, hast du ja gerade selber auch gesagt, die Chance, eine Frau auf der Stufe zu bekommen, die du brauchst, ist sehr gering. Sehr, sehr gering. Deswegen ist es, glaube ich, dann doch besser, wenn du dir sagst, okay, dann gehe ich lieber auf die Neon-Karte. Ich meine, im Endeffekt sind es ja bloß noch, was du gesagt hast, 3000 Punkte. Das sind zwei Battlegrounds, die man machen muss. Also den jetzt hier und dann den nächsten. Demnach hast du dann die Neon-Karte drin, definitiv. Und wenn dir, wie gesagt, die Neon-Karte sicher. Ich denke mal schon, wenn du jetzt eine Neon-Karte ziehst und die in dein Deck rutscht, in dein Top 8 Deck rutscht, dann wird das dir definitiv den Aufstieg in SummerSlam 18 bringen. Definitiv. Gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass du halt nicht. Da. In SummerSlam 18 rutschst. Also, wie gesagt, irgendwo muss es ja schließlich weitergehen. Wie gesagt, und wenn dir das eher hilft, dann nimm das lieber so. Oder nimmst die Gothic-Karte. Ich weiß nicht, ob die dir was bringt. Deswegen, ich halte mich da komplett raus. Mach du das, wie du das für richtig hältst. Ich überlege noch, ob mir am Ende bloß die. Kannst ja mal auf meinem Profil schauen. Stimmt. Kann ich nochmal machen. Also okay, ich mache noch das Team Battleground zu Ende, dann gucke ich mal selber mal rein. Beziehungsweise ich spiele meine letzten Matches noch. Es sind dann noch zwei, beziehungsweise das hier und noch eins. Dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich überlege noch, ob ich auf die Neon-Karte gehe oder lieber eine Gothic-Karte. Bei mir im Endeffekt. Ich habe ja jetzt sowieso gerade erst die Gothic-Stufe erreicht. Also alles, was jetzt auf Gothic ist, ist ein riesen Vorteil für mich. Das hilft mir. Egal ob Mann oder Frau. Also deswegen könnte ich sagen, okay, ich gehe lieber auf die Gothic-Karte. Die bringt mir definitiv einen besseren Schub. Aber wir gucken dann gleich mal auf dein Profil, wie es bei dir aussieht, aber. Also, wie gesagt, eine Neon-Karte wird dich ganz, ganz sicher auf SummerSlam 18 bringen. Ich weiß ja, dass du schon eine hast. Eine Neon-Karte, soweit ich das gesehen habe, hast du, glaube ich, schon eine Neon-Karte gehabt. Ja. Doch, du hattest schon eine Neon-Karte, glaube ich. Und wenn nicht, wird sie dich trotzdem definitiv auf SummerSlam 18 bringen. Wenn ich drüber nachdenke, bei SummerSlam 18 brauche ich definitiv auch eher Frauen als Männer. Wobei ich auch sagen muss, bei Frauen genügt mir sogar noch eine Goliath. Also deswegen, das. Wie gesagt, deswegen habe ich ja
Deswegen habe ich mir auch überlegt, hier mir mein Frauendeck quasi einen Boost zu geben, indem ich halt dieses eine Booster-Pack gekauft habe, wo eben BDK drin war. Um halt wirklich endlich mal meinem Frauenroster einen Schub zu geben, der halt wirklich schon wirklich seinen Zweck erfüllt hat, sagen wir es mal so. Wie gesagt, mit meinen Credits hätte ich genauso gut das Neon männlich Pack holen können. Das wären bloß 500 Credits mehr gewesen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich dann nicht sicher sein konnte, dass da eine Frau drin ist, weil ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass ich wirklich eine Frau ziehe. Weshalb ich mich halt eben für das Gothic weiblich entschieden habe, nicht halt eben für das Neon männlich. Wie gesagt, bei den Neon männlich kann übrigens auch eine Frau drinnen sein. Aber auch nur bei den WrestleMania 34 bis Gothic oder irgend sowas da war oder was weiß ich. Weil du kriegst dann auch vier Superstars extra und da kann eine Frau dabei sein. Ich weiß nicht, ob du die hast. Also ich habe diese Greifarm-Dinger da, die habe ich komplett auch bei mir aufgebraucht. Diese 10. Du kannst 10 solche Packs holen. Du hast ja die neuen Packs, jetzt die Packs, die jetzt, die sind jetzt glaube ich drin, sind die Greifarm-Packs für 99 Credits. Ich habe die jetzt nicht mehr, aber ich hatte die schon gehabt. Die waren auf jeden Fall, die durfte eigentlich welche, bei mir gab es da nämlich welche. Also für mich war nichts Gutes dabei. Sag ich ganz ehrlich, für mich war nichts Gutes dabei. Wobei, doch. Also, naja, wie gesagt, in einem dieser 99er Packs hatte ich eben die Goliath Shayna Baszler drin gehabt. Hier, die hier. Die hatte ich eben einen dieser 99er Packs drin gehabt. Aber sonst war bei mir nur von den 10 Packs halt eben nur bedingt was drin ist. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, du hättest, man hätte eine Zerstört-Karte drin haben können, man hätte aber auch ganz großen Mist drin haben können. Naja, gut, was am Ende natürlich auch war. Aber wie gesagt, die Spanne zwischen den Stufen, die da drin sein könnten, ist einfach zu hoch. Was es einfach riskant macht, das Zeug überhaupt zu holen. Sag ich ganz ehrlich. Hier siehst du ja auch zum Beispiel Monster bis SummerSlam 34. WrestleMania 34, also irgendwo ist eine riesengroße Spanne. Naja, also, kannst du entweder nichts drin haben oder halt eben wirklich was Gutes. Bin echt immer noch happy über mein Dean damals. Ja, das ist doch schön. Nochmal, noch öfters mal so ein Glück bei solchen Packs. Und du hast definitiv. Und es läuft definitiv. Hier, wie gesagt, das habe ich mir ja wie gesagt geholt. Da hatte ich halt eben meine Billy Kay drin gehabt. Und wie gesagt, hier das Neon männlich. Wie gesagt, da ist ein männlicher zwischen Neon und Zerstört. Und halt eben zwischen WrestleMania 34 und Gothic können auch zwei Superstars drin sein. Also da kann auch eine Frau dabei sein. Aber da war mir die Wahrscheinlichkeit zu unsicher, dass das wirklich der Fall ist. Weshalb ich mich eben für das weibliche Ding entschieden habe. Muss ich mal gucken. Doch, ich habe jetzt hier meine Punkte komplett rausgehauen, genau. Jetzt wollte ich halt nur mal gucken, auf seine Dings gucken. Moment, Moment. Ich wollte kurz was gucken. Hier ist nichts weiter drin. Ich würde sogar fast. Ich hab mir jetzt noch mal überlegt, aber ich werde wohl demnächst auf diesen Herrn hier hinarbeiten, ne?
Also mein nächstes Ziel ist definitiv der Tommaso Ciampa hier. Da fehlen mir nur noch 1000 solche Punkte. Heißt, nachdem diese Elimination Chamber geht 6 Tage. Der Tommaso Ciampa ist noch 22 Tage verfügbar. Das wird wohl wird definitiv mein nächstes Ziel werden, den noch zu bekommen. Dann habe ich definitiv meinen dritten Gothic. Also, es läuft. Und was meintest du jetzt? Meintest du jetzt das hier? Meintest du jetzt das hier? Neon männlich? Eigentlich möchte ich mir das nicht gönnen. Aber ich frage nochmal nach. Ja, ich wollte auf dein Profil gucken. Guck mal rein. Hier bist du. Goliath, natürlich, definitiv. Ich sehe das jetzt. Ich sehe das jetzt schon. Das ist. Ja, genau, wenn ich so reingucke. Ist ja egal, ob es nur eine Gothic ist oder eine Neon. Wenn du hier noch eine Gothic-Karte reinhaust. Und keine Ahnung, zum Beispiel der Ty Dillinger ersetzt wird. Zum Beispiel. Egal, ob es nur jetzt ein Dean Ambrose ist oder was weiß ich, was wird. Wirst du definitiv auf SummerSlam 18 kommen. Das bisschen hier, das kannst du mit einer Neon-Karte sicher. Mit einer Gothic-Karte denke ich eigentlich auch sicher. Und wenn diese Gothic-Karte vielleicht sogar eine Frau ist, was ja auch sein kann, auch wunderbar. Wobei, wenn ich hier so sehe, SummerSlam 18, na gut, wenn du in SummerSlam 18 Frau kriegst, das könnte knapp werden. Aber eine Neon-Karte und eine Gothic-Karte helfen dir sicher, die bringen dich definitiv auf SummerSlam 18. Ja, wie gesagt, Bailey oder Sascha. Ich hoffe, es ist einer von den beiden, ne? Weil die wird dir definitiv sicher noch einen kleinen. Eine von den beiden wird dann, wenn es Bailey oder Sascha wird, rutscht sie definitiv noch in das Deck rein hier. Nach dem Level, ne? Und wird dir schon noch ein bisschen Schub geben. Und dann hilft ja auch die Gothic-Karte sicher auf SummerSlam 18. Also definitiv, wenn alles gut läuft, hast du spätestens nächste Woche SummerSlam 18. Ende nächste Woche. Spätestens. Wenn alles gut läuft. Der Rusev ist eigentlich auch schon gut, wie gesagt. Der AJ Styles wird noch eine ganze Weile drinnen bleiben im Deck. Aber wie gesagt, je mehr du solche Karten hier wie Rusev kriegst, sage ich jetzt mal, wird das definitiv irgendwann der Fall sein. Aber wie gesagt, spätestens Ende nächster Woche hast du zusammen aus dem 18. Stufe. Das predikt dich jetzt einfach mal. Auch wenn du jetzt bei der nächsten Fusion, die jetzt machst, keine Bailey oder Sasha drin hast. Es wird definitiv dir, wenn es ein Ty Dillinger ist, kannst du den prone. Weiß ich nicht, ob das dann die Stufe so ein bisschen erhöht. Ich bin, weiß es jetzt nicht so genau. Aber spätestens dann, sobald du die Neon-Karte kaufen kannst, nach dem übernächsten Battleground, dann hast du definitiv. Sagen wir es im 18. Und wie gesagt, auf die Neon-Karte warten, hast du sicher. Die Gothic-Karte könnte knapp werden, dürfte aber auch funktionieren. So, gut, hier sieht es auch momentan relativ gut aus. Wir führen. Ich bin mal gespannt, wie das in der nächsten Zeit so aussieht. Wie gesagt. Ich gucke, ob ich noch irgendwas leveln kann hier. Aber ich glaube. Bei den Frauen war alles soweit okay. Ich muss noch ein bisschen Elimination Chamber spielen, damit ich hier. Nee, Quatsch.
Ich kann doch Braun Strowman gar nicht im Elimination Chamber trainieren, weil Elimination Chamber ist ja komischerweise nur für die Frauen. Das ist ein Frauending, so brauche ich das Frauendeck. Ist natürlich dann jetzt ein bisschen Kacke. Aber ich überlege gerade, der Drew braucht noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen was. Ja, hat nicht so viel gebracht. Ist ja aber auch egal. Wobei, naja, gut, ich weiß nicht, ob der Gurt das nicht ein bisschen viel wäre. Deswegen lasse ich das erstmal sein. Hier muss ich dann auch das Deck nochmal aktualisieren, weil hier bin ich noch im alten, in der alten, De alten Deckstufe. Hier sind noch die ganzen Karten noch nicht drinne, die ich jetzt noch bekommen habe, sage ich jetzt mal. Noch halb so wild. Ich könnte ja eigentlich ein bisschen mal in der Bank auch noch spielen, in der Hoffnung, dass ich Braun Strowman ein bisschen trainieren kann. Ich muss mal kurz mein Deck bearbeiten. Warte, ich auffüllen. Wäre ja für ein Neonback. Würde gerne als Glücksbringer fungieren. Auch wenn ich bezweifle, dass ich Glück bringe. Naja, eine Neonkarte habe ich da sicher drin in dem Deck. Definitiv. Wenn ich Glück hab, wenn du wirklich Glück bringst, ist es eine Neon-Frau. Glück hast. Wenn ich Glück hab. Ich schwanke noch. Ich überlege mir das mal. Aber wie gesagt, sieht alles relativ gut. Naja, nur ganz gut. Ist sehr durchwachsen. Ist immer noch sehr durchwachsen. Wenn ich Glück bringe, ist es eine Leon Alexa. Wenn das eine Leon Alexa ist, dann springe ich hier im Dreieck, wenn das eine Leon Alexa ist. Weil ich habe vor knapp einer halben Stunde oder was weiß ich, bevor du gekommen bist, gesagt, ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, mein nächstes Ziel, was eine Alexa-Karte ist, ist halt eben SummerSlam 18 Alexa. Aber wenn das wirklich eine Leon Alexa ist, was ich eigentlich überhaupt nicht glaube. Weil das da müsste ich schon unverschämtes Glück haben. Wobei, nee, eigentlich. Wobei, nee. Stimmt, wo ich überlege, es kann gar keine Neon Alexa sein, weil. In dem Neon Pack männlich. Kriegst du sicher eine Neon männliche Karte. Und die maximale Frau, die drin sein kann, wäre eine Gotik-Frau. Also kann da schon mal gar keine Neon Alexa drin sein, leider Gottes. Die einzige Möglichkeit, wo ich eine Neon Alexa kriegen könnte, wäre über das Team Battleground-Dings. Aber gut. Ich weiß zwar nicht, warum es von dem Neon plus eine männliche Variante gibt, keine weibliche, aber gut, es ist halt ein bisschen Kacke. Das war schon immer so gewesen. Finde die auch vom Design her echt toll, dieser SummerSlam 18 Alexa. Unverschämtes Glück, wie ich mit meinem Jeff-Pack am Silvester? XDR, ja, das war schon. Das war sowieso alles unverschämtes Glück. Du hast innerhalb von gut einer Woche hast du fast jeden Jeff gezogen, den du hättest ziehen können, außer natürlich den Neon Jeff und das Girl Jeff. Und glaube ich noch, ich weiß, was noch fehlt. Ich glaube, es ist 34 Jeff fehlt, glaube ich noch. Also das war trotzdem schon unverständlich. Die ganze Zeit, fast über den Jahr hinweg, wie du spielst, also hast du keinen einzigen Jeff gekriegt. Dann auf einmal kriegst du jeden Jeff, den du kriegen kannst.
Also ich muss mal hochrechnen, aber spätestens. Habe ich hier irgendwas drin? Facebook Business. Ja gut, okay, wenn ich das mir so an. Hier kann ich noch eine Neon Alexa drin haben. Ich überlege, aber nee, wie gesagt, dann wenn ich das jetzt hier einlöse, dann komme ich meinem Ziel Tommaso Ciampa wieder nicht mehr näher. Das Gute, ich hätte hier sicher eine Goliath-Karte drin. Eine Goliath-Karte drin. Was mir allerdings auch nicht mal so wirklich hilft. Nächstes Ziel ist SummerSlam 18, Jeff. Von 3 Tagen 6-mal Jeff und alles von SummerSlam 17 bis Goliath. Du bist ein 34, Jeff, fehlt, wie du schon gesagt hast. Nächstes Ziel ist SummerSlam 18, Jeff. Wie gesagt, das wäre eigentlich gar keine so verkehrte Wahl. 5 Superstars, das kann was Gutes dabei sein. Aber du hast safe 5 Goliath-Karten. Ja. Aber wie gesagt, ich, es ist noch so eine. Wie gesagt, eigentlich möchte ich ja auf diesen hinarbeiten hier. Und das wären eben nur noch 1000 Punkte, die ich brauche. Und so hätte ich safe eine Goliath-Karte. Eine dritte Goliath-Karte. Na gut, okay. Im Grundsätzlichen kann ich jederzeit vom Board auch eine weitere Goliath-Karte ziehen. Definitiv. Aber ich weiß es nicht. Hier, ich schau mal kurz hier, ob sich hier irgendwas getan hat. Ne, hier wird sich definitiv nichts tun. Das müsste sich mal hier anpassen. Hier, warum kriege ich für 4000 Punkte nicht mal eine Titan-Karte? Doch, nee, kriege ich nicht mal eine Titan-Karte. Hier müsste sich mal wirklich was tun. Also von Goliath meine ich. Ja gut, Goliath Pros würden mir schon noch was bringen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Goliath Pros habe. Muss ich mal kurz überlegen. Doch, ich habe Goliath Pros. Ja, ein. Sie würden, wenn ich so recht drüber nachdenke, das größte Deck ist ja, glaube ich, hier Money in the Bank und die Road to Glory wäre das größte Pack. Dings. Sie würden definitiv noch hier reinrutschen. Mist ist ja hier oben. Und die meisten Goliath Pros würden definitiv noch an diesem Rhino hier vorbeirutschen, welchen ich definitiv nicht mehr proen kann erstmal, weil bis ich das nächste Weihnachtspack, wo ich den rauskriegen könnte, bis es das wieder gibt, dauert sowieso noch eine ganze Weile. Also der wird definitiv, wenn ich jetzt noch den einen oder anderen Goliath Pro kriege, was ja passieren kann, werden die definitiv noch hier mit sich bei Miss einordnen. Definitiv. Einfach weil ich den Nervenkitzel liebe. Weißt du was? Ich mache den Kompromiss und hole das Neon-Pack. Den Kompromiss mache ich. Ich hole das Neon-Pack. Welche Goliath-Karten habe ich denn? Kann ich dir gleich mal alle zeigen? So, das sind alle meine Goliaths. Wie gesagt, meine letzte Goliath-Karte ist, wie gesagt, Shayna gewesen. Machen wir gleich. Meine letzte Goliath ist Shayna gewesen, wie gesagt. Dann habe ich hier halt, wie gesagt, Finn. Also Frauen sieht hier sehr mangelhaft aus. Hier 1, 2, 3, 4. 4 Frauen und der Rest sind Männer. Und ein Fusions-Adam Cole ist dabei.
Hast halt hier zwei solche Dinger, ja. Wie gesagt, es ist noch nicht viel. Goya. Trigger mich nicht. Eine Goya Pro Alexa wäre episch für mein Frauendeck. Genau wie eine Samus im 18. Alexa. Du triggerst mich damit, lass das. Wie gesagt, bei WrestleMania 34, das ist definitiv schon, da habe ich die meisten schon wieder hergegeben. Die einzige, die noch da ist, ist hier, sind die ich am Anfang alle so hatte, so, beziehungsweise meine, und sogar noch meine allererste WrestleMania 34 Karte ist noch da, meine Sarah Logan. Ich will dich aber triggern. Ich hab schon, bin schon Kompromiss eingegangen und hol mir das Neon Pack. Dieses hier. Wie gesagt, ein Mann, Neon oder zerstört, genau wie eine Unterstützung und eine Verbesserung, die mindestens Neon ist, und zwei Superstars, was sowohl männlich als auch weiblich sein können, ist mindestens WrestleMania 34. Kann also auch Goliath sein, kann Neon, nee, Neon kann es nicht sein, Gothic, also kann alles unter Neon. Wie gesagt, den Kompromiss bin ich eingegangen, das mache ich. Das andere mache ich vielleicht ein andermal. Dieses andere Pack, wo ich 5 Goya drin habe. So. Drei. 2, 1. Geht schon mal gut los. Eine Neon Page. Ich bin mal gespannt, was ein Neon Superstar ist. Auf jeden Fall eine Goya-Karte ist dabei. Also ein Goya-Superstar ist auf jeden Fall dabei. Ich drück die Daumen. Wollen wir es so machen, dass du nicht hinschaust und dich versuche Tipps zu geben, wer es ist. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Insofern ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil um in den Chat zu gucken, muss ich ja quasi auch mehr oder weniger auf den Bildschirm gucken. Also irgendwie wird das ein bisschen schwierig, weil es ist ja alles auf einem Bildschirm und so weiter. Deswegen. Ist leider ein bisschen schwierig. Umsetzbar. Ich könnte mich jetzt hinten hier, keine Ahnung, wo habe ich jetzt hier. Das ist zudecken. Aber. Lassen wir es. So. Ich will gar nicht weitermachen. Weißt du das? Ich will gar nicht weitermachen. Okay, weiter geht's. Eine. Oh! Zwei Goyats. Also auf jeden Fall sind zwei Goyat-Superstars dabei. Zwei Goyat-Superstars. Jiha! Positiv. Positive Energie! Ich bin nervös. Ja, stimmt, hätte schlechter sein können. Ich bin
Bin eigentlich sogar froh, dass es er geworden ist. So. Jetzt die Goliath-Karten. Die Goliath-Karten. Goliath-Karte Nummer 1. Zwar kein Pro, aber. Endlich noch eine Frau. Ich hab. Ja, genau, The Man! Und. Eine zweite Frau! Sehr schön! Leider kein Pro dabei, aber immerhin zwei Frauen fürs Deck dazu bekommen. Sehr schön! Bin ich vollkommen zufrieden mit. Lösen wir hier noch die Fusion ein. Das ist aber ein E plus Mist. Alicia Fox, super. Jetzt kommen die Frauen oder was? Ja, es hat sich definitiv gelohnt. Es hat sich definitiv gelohnt. Es hat sich definitiv gelohnt. Ich muss gerade kurz überlegen hier, brauche ich noch 75, komm, hau raus. Nächste Fusion aktivieren. Ich finde es halt bloß schade, dass es eben kein Neon-Weiblich-Pack gibt. Das wäre mir, glaube ich, dann doch lieber gewesen. Aber gut. So ist es auch okay, es waren zwei Mädels drinne und so ist es wunderbar. Guck kurz hin. Ja, definitiv. Ich geb's dir. Der geht leider nicht. So, wir gucken mal hier rein, sehr schön. Somit sind zwei weitere Damen zu den Goyas dazugekommen. Also habe ich heute drei Goya-Damen dazu bekommen, sozusagen. Es läuft alles, würde ich einfach mal sagen. So langsam aber sicher wird mein Frauendeck doch sehr füllig. Und dann auch noch mit den Frauen, die ich mag. Also bis jetzt ist keine dabei, wo ich sage, ne, die kann mir gestohlen bleiben. Das ist alles wunderbar hier. Sogar eine Carmella hier. Aber die ist ja sowieso nicht mehr am Deck, aber ist egal. Aber finde ich schön, dass es gerade eine Ember Moon geworden ist. Finde ich schön. Habe ich da noch andere Bilder von dir? Warte mal, ich muss gucken. Ah, ich habe noch ein paar andere Ember Moons. Was, die hatte ich auch schon gehabt, okay. Cool. Stimmt, es gibt ja auch eine Elite Ember Moon, aber die sieht nicht so schön aus. Also war ich doch ein Glück. Natürlich warst du Glücksbringer. Natürlich, es hat wunderbar geklappt. Und das sieht doch schon viel schöner aus. Was heißt viel schöner? Das andere sieht auch schöner aus, aber. Oh, wunderbar. Guck mal bei The Man. Aber wie findest du eigentlich meine Auflistung auf Insta bisher? Ich muss kurz darüber nachdenken, da war alles dabei. Bis jetzt finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt. Alles bis jetzt vollkommen legitim und gut, alles wunderbar. Ich kann. Gut, das heißt, kann nicht mehr, das ist ja eh deine Liste, also im Endeffekt. Ich habe jetzt gerade Copyright bei meinem Supercard von gestern, was ich hochgeladen habe. Aber alles, ich kann es halt nur nicht monetarisieren, aber ich monetarisiere sowieso nicht. Ich habe es doch geahnt. Ich hatte zwischendurch mal. Ich hatte ja eigentlich eine Playlist gehabt, wo nur
Retro-Dinger dabei waren. Retro. Videogame. Ich habe ja direkt den Place genommen, Videogame-Musik. Und da war leider Gottes auch eben Lebt dein Traum von Digimon dabei. Und das wurde jetzt hier geclaimed. Aber eben nicht gesperrt, sondern halt eben nur als Copyright gedingst. Also ich kann es halt nicht monetarisieren, aber das ist halb so wild. Ja, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich ungern mit Musik arbeiten möchte hier. Ja, ich meine, ich habe mit der Musik sowieso schon Probleme, wenn ich meine Musikvideos mache. Aber die Probleme möchte ich ungern auch auf Dings haben. Ich muss gerade selber mal kurz. Ah, du hast. Ich überlege gerade. Bei Männern war Seth, Velvet in Dream und Dolph Ziggler bis jetzt. Kann man nicht meckern. Eigentlich, bei Männern sieht es gut aus. Bei den Frauen, Becky Lynch wurde 15, ja. Natalia, Sascha. Verstehe, du machst es abwechselnd. Erst Mann, dann Frau. Ich würde sagen, alles wunderbar. Alles wunderbar. Vor allem mit Sascha ist schön. Ich könnte jetzt auch sagen, viel zu weit unten, aber alles okay. Das ist ja erstens ist deine Liste, zweitens. Alles okay. Soll ich gleich mal ein Ember Moon, guck mal, wie viel das bringt. Ah, hat nur 40 Level gebracht. Ja, gut, immerhin. Ist schon mal ein Anfang. Das ist was du schon sagen würdest. Ich muss sowieso jetzt noch ein bisschen, ich muss jetzt ein bisschen noch was machen hier, sonst habe ich keine Karten mehr zum um zu leveln, sage ich jetzt mal, oder ja doch um zu leveln, ist doch richtig. Wie gesagt, aber mehr mache ich, das 2000 Back hole ich jetzt nicht. Ach, hier rutscht übrigens meine Neon-Karte jetzt rein. Sehr schön, Paige ist hier reingerutscht in das Ding, ja, wunderbar. Da kann ja die gut, kann ja die gut die Karte gleich. Moment, ich überlege gerade, nee. Nee, Quatsch, die. In meinem Dings hier habe ich ja Dings drin, in meinem Deck habe ich ja schon nee, warte, die kann ich ersetzen. Tauschen. Neon. Das wird mir zwar nicht allzu viel helfen, aber immerhin ist was Höheres drin als vorher. Endlich mal eine tolle weibliche Managerin. So, Becky Lynch braucht noch einen Boost. Ich überlege gerade, ob ich ihr vielleicht die Neon Charisma gebe ich ihr. Ah, nicht mal komplett. Was? Wenn Johnny gelevelt ist, ersetzt der wohl auch deinen Rick, oder? Ich glaube, ersetzt der Rick? Ich überlege gerade. Nee, würde ich sagen, er rutscht hier zwischen Dick. Er wird quasi Blake ersetzen. Er wird Blake quasi aus dem Top 8 Deck rausschmeißen. Also AJ und Rick werden noch im Deck bleiben.
noch ein bisschen im Top 8 Deck. Aber wie gesagt, er wird noch drinnen bleiben. Apropos, genau, ich muss Johnny noch leveln. Fällt mir gerade was ein. Wo ist mein Johnny? Oh, Johnny, kleiner Pisser. Hier bist du. Ich muss Johnny ja noch leveln, ne? Nee, warte mal. Ich möchte hier erstmal allgemein. Dip, 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 dip. Nee, cool, der Karten möchte ich nicht. Ach doch, dann natürlich. Habe ich echt nichts mehr, was ich hier raushauen kann? Ich kann echt nur noch Verbesserungen raushauen, okay. Was, der hat echt schon, das hat echt 32 Level gebracht, okay. Okay, gut. Hey, das sieht nicht gut aus. Das hat echt 32 Level gebracht. Wahnsinn. Sich ein bisschen was verrückt. Ist hier Dings noch reingekommen? Ne, Johnny ist ja noch nicht reingekommen, der war noch nicht ganz gut. Ist noch sehr durchwachsen. Ne, Johnny ist noch nicht gut, der rutscht noch nicht hier rein. Wird aber langsam Zeit, dass er mal nachrückt. Wie gesagt, beim Team Deck definitiv, da wird er definitiv, wird definitiv Johnny den Blick ersetzen. Also dürfte ich eigentlich dann schon beide, zwei Neon-Karten im Team Deck haben, sag ich jetzt mal. Stimmt, die sind ja beide noch im Dings, im Ring, King of the Ring, deswegen kann ich sie noch nicht ersetzen. Aber das ist mal egal. Lass mal ein bisschen gespielt werden. Sieht es hier aus? Sieht relativ gut aus. Was ist denn? Ach stimmt, der Event schließt ja immer noch. Der ist immer noch im Schließungsprozess. Finde ich interessant. So. Da ist jetzt hier alles drin. Ah, nee, hier ist noch. Bin ja mal gespannt. Hier kommt definitiv noch Ember Moon oder Big Lynch, kommen wir ja dann definitiv noch rein in das Deck. Je nachdem, wer halt stärker von beiden ist. Ansonsten, wie sieht denn eigentlich. Ich war ja gerade am Naya Jax am. Nee, Naya Jax ist voll drin, ja, sehr schön. Du bist definitiv voll, so lange wie ich dich schon habe.
Billy Kay hat noch nicht viel gemacht, deswegen hat sie noch nie, hat noch gar nichts gemacht, um genau zu sein. Sehr schön. War eigentlich klar, also von daher alles wunderbar. Mal die ersten Matches mal machen hier. Ich sag, mein Frauenteam ist noch sehr durchwachsen. Es ist gut, ist was anderes, sage ich ganz ehrlich, aber die ein oder andere Dame hilft natürlich auch, definitiv. Wie gesagt, die beiden, die ich gerade gezogen habe, die helfen mir auf jeden Fall noch weiter. Wir starten mal gleich mal mit der Alexa. Gegner das Match verlassen. Blödmann. Ah, natürlich meine Alexa besser, du Blödmann. So. Naja, Jax. Ich weiß nicht, warum es keine Elimination Chamber mit Männern gibt, sag ich mal. So ein Elimination Deck mit Männern und so weiter. Weiß nicht, warum es das nicht gibt. Das würde mir beim Training definitiv auch sehr viel mehr helfen. Aber naja. Kann man leider nicht ändern. Ne? Es läuft doch dann sehr gut. Oh Gott. Das wird nichts mit der Taya. Mit der Taya, das wird nichts, du bist raus. Aber das hat die Charlotte schon definitiv weit geschwächt. So, hau mal Charlotte raus. Meine erste Charlotte. Oh, ne Neon, ne Neon Candice Lee Ray. Oh mein Gott. Hat ihr aber nichts gebracht. Ho. So, Billy. Billig Kay. Versuch dein Glück. Oh, Becky. Was? 300 plus. Ui, 300 Punkte überall. 300.000 Punkte. Sehen wir mal, was eine Pro Goliath haben kann. Respekt. So, noch eine Karte hat der Gegner. Ja, war denn das? Das war glaube ich die. War das die Charlotte? Warte mal. Ja, sag ich jetzt, war die Charlotte. Also, es wird noch eng. Na, Jax ist raus. Lexi. Gucken, ob du es machen kannst oder ob's. Nee, Lexi hat es auch nicht geschafft. Jetzt muss es Charlotte richten. Welche übrigens noch gar nicht eingesetzt wurde. Das sollte aber jetzt klappen, oder? Sehr schön, Charlotte. Du hast mich gerettet. Du hast mir den Arsch gerettet, sozusagen. Jawohl. Alles okay, alles wunderbar. Gleich 4 KP krieg ich dazu, okay? 4 Punkte dazu. Definitiv alles wunderbar. 12 Picks. Ich sehe, heute ist eher wieder wenig los, sage ich immer. Ich glaube, was ich so in letzter Zeit so immer merke, Mittwochs ist irgendwie so ein Tag in der Woche, der größtenteils eher, wo halt nicht so viel los ist an sich online, komischerweise. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist Mittwoch so ein Tag, wo du fast nichts mitnehmen
du siehst oder liest oder was weiß ich. Oh, Sascha hat mich farbig gemacht. Sascha hat mich platt gemacht. Dumme Sau, hätte ich beinahe gesagt. Denkt auf jeden Fall schon mehr nach, der Gegner. Wie sieht's denn heute? Größtenteils 16% verworfene Frames, okay. So durchschnittlich, wie ich das hier so sehe, okay. Genau, da ging's mir ja letztens ab. Gucken wir mal, was weiterläuft. Ach, übrigens, was ich glaube ich vergessen habe zu erwähnen. Nachdem ich die Goti-Stufe erreicht habe, hat sich auch der, was heißt, hat sich der Bonus verändert, hat sich auch mein Log, hat sich bei meinem Log im Login-Bonus ein bisschen was verändert. Heißt, ich kriege am Ende des Monats auch eine Goti-Karte. Heißt, wenn alles läuft, kann ich, habe ich am Ende des Monats definitiv zwei weitere Goti-Karten. Zum einen halt, wie gesagt, Tommaso Ciampa, auf den ich hinausspiele. Und halt aus dem Anmeldebonus halt eben noch den, die andere Karte, die Goti-Karte, die ich definitiv kriege. Ich will dann noch mal genau gucken, was das genau ist. Ob es nun wirklich nur direkt eine Goti-Karte ist, oder ob es wieder nur so zwischen, keine Ahnung, weiß nicht, 34 und Goti oder was weiß ich. Schadet gegen Schadet. Ja, ha. Also, dieser kleine Schub hat mir natürlich schon mehr geholfen, als ich erst gedacht habe, sage ich jetzt mal. Weil zum einen, gut, eine neue Deckstufe zum einen bringt einfach auch wesentlich mehr, weil zum einen hast du ja erstmal dein Freebie, den ich ja inzwischen auch schon hab. Und zum anderen kriegst du dann auch, ab ne, wenn du halt eben die Stufe hast, kriegst du halt immer wieder auch vom Board halt eben auch Karten dieser Stufe ab einem gewissen Zeitpunkt. Wie ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Also, ich habe jetzt nicht so viel SummerSlam 18 vom Board gezogen, sage ich jetzt mal. Und eine davon war unter anderem halt eben Nia Jax. Nia Jax war eine der wenigen SummerSlam 18 Karten, die ich vom Board gezogen habe, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sogar meine. Nee. Stimmt, ich glaube, mein SummerSlam 18 Freebie war damals Drew McIntyre. Aber es ist relativ egal. Weil die anderen SummerSlam 18 Karten, also Charlotte, AJ Styles und so, die habe ich ja eben durch 2K19 bekommen. Wo ich dann SummerSlam 18 mein Freebie da habe, das war glaube ich, soweit ich weiß, Drew McIntyre. Weil ich weiß, Natalia habe ich im späteren Verlauf erst gekriegt. Na komm schon. Komm schon, mach hin. Denk nicht so viel nach, du hast nicht so viel Zeit. Aber wie gesagt, es ist halt. Es ist halt blöde, wie sage ich mal, dass ich diesen Sprung halt eben mal wieder nur durch Credits ausgeben geschafft habe, sage ich jetzt mal. Ich finde das halt immer ein bisschen schade. Diesen großen, so einen Sprung, sage ich jetzt mal, von SummerSlam 18 auf Gothic, den hätte ich lieber halt eben ohne Credits-Ausgabe machen wollen, wäre mir lieber gewesen.
einfach. Nee. Gut, ich hab ja vorher schon die Credits ausgegeben, um halt eben die Frau zu kriegen, sage ich jetzt mal. Habe ich ja alles schon erwähnt gerade. Ist halt nur schade, dass man diesen Sprung halt irgendwie nur durch Credits hingekriegt hat, weil es einfach. Weil es halt momentan wieder nicht so läuft, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich hätte natürlich noch bis zum Ende des Monats warten können oder so ähnlich und mir dann am Ende des Monats, sage ich mal, nach weiteren 5 Team Battle Gods oder so ähnlich, eben dann die Neon-Karte dort zu holen und dann den Sprung hinzukriegen. Aber naja. Das hat sich eben gerade mal heute so ergeben. Beziehungsweise heute hat sich diesen Monat halt ergeben, dass ich halt eben ein paar mehr Credits bekommen habe, sage ich mal. Was heißt bekommen? Dass ich ein bisschen mehr Geld investiert habe für die Credits, um die Credits zu bekommen. Finde ich immer schön. Ich hoffe halt nur, dass die nächste Gotikarte, die ich vom Board ziehe, auch wirklich ein Superstar ist. Weil es ist zwar schön, wenn du eine Gotikarte ziehst, Problem ist halt nur, wenn sie halt eben keine Superstar-Karte ist, sondern halt eben ein Manager oder so, dann ist das halt immer ein bisschen blöde. Hallo Sascha. Wir hatten doch gerade erst das Vergnügen. So, ungeschlagen in Money the Bank. Ja gut, das wäre jetzt nicht unmöglich, sage ich jetzt mal. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich vielleicht Johnny Gunner noch so weit levele, dass der auf jeden Fall noch ins Deck rutscht. Gucken, was sich da noch tut, aber ich denke mal, da wird sich nicht allzu viel tun. Also das Gute ist ja, durch die Erhöhung meiner Deckstufe ändern sich auch viele Belohnungen aus irgendwelchen Packs, sage ich mal. Es gibt ja auch Packs, sage ich mal, oder beziehungsweise diese Packs hier zum Beispiel in PvP, die man hier kaufen kann, die sind ja an deine Deckstufe mehr oder weniger gebunden. Je höher deine Deckstufe ist, desto besser sind auch die Belohnungen da drinnen, sage ich mal. Also desto höher sind die Belohnungen. Wenn du sagen wir mal im 18 bist, kriegst du halt eben, glaube ich, maximal sagen wir es im 18 raus und so weiter und so fort, halt wie gesagt. Und eine erhöhte Deckstufe erhöht auch in dem Fall die Wahrscheinlichkeit, dass du halt wirklich auch Karten auf der Deckstufe halt kriegst, wo du gerade bist. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin momentan eher vermehrt darauf gewesen, dass ich halt WrestleMania 34 Karten und Goliath Karten kriege. Aber gut, das ist jetzt auch nicht verkehrt. Wie gesagt, Goliath Karten sind immer noch positiv. Wenn ich Goliath Karten prone kann, hilft mir das immer noch eher, als wenn ich irgendeine WrestleMania 34 Karte kriege. Die vielleicht prone könnte. Wobei ich habe kaum noch WrestleMania 34 Karten, die ich prone überhaupt nicht überhaupt noch nutzen können, weil die meisten WrestleMania 34 Karten habe ich inzwischen schon wieder, die verfüttere ich jetzt schon. Aber Goliath ist halt doch schon noch positiv, sage ich jetzt mal.
es hier? Okay, deine Premiere hat 360p. Ist so, ist das, oder ändert sich das noch, weil man den Chat da so echt schlecht lesen kann? Ich denke mal, das ist 360p, weil es eben noch nicht ganz verarbeitet ist, weil das sind ja immerhin 2 Stunden und kann natürlich sein, dass es noch nicht komplett verarbeitet ist. Eigentlich sollte es ein 720p sein. Eigentlich. Eigentlich. Braucht YouTube ewig für. Ja, das mit dem Chat ist vielleicht ein bisschen blöde geregelt, aber. Selber gerade mal gucken. Ja, stimmt, das ist nur maximal 360p. Ne? Sieht man relativ schlecht. Ja, das ist sehr unscharf. Komm, die brauche ich jetzt auch nicht mehr weiter. So. Wie gesagt, gestreamt ist ja in 720p, soweit ich das überblicken kann. Ich muss gerade mal gucken, steht das hier irgendwo da? Frames, bla bla. Blub, aber nee, sollte eigentlich in 720p sein. Einstellung gehen. So, wollen wir erstmal noch ein bisschen was ziehen hier. Ein bisschen was sammeln, was ich Johnny Gargano geben kann. Hier ist Einstellung. Stream, bla 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 bla, Ausgabe. MP4, simpel. Video hier. Ne, sogar. Ne, Quatsch doch. Die Basisauflösung sind 1080p und die eigentliche Ausgabeauflösung ist in 720p. Eigentlich sollte schon das Einzige, was ich letztens geändert habe, war halt eben, dass es halt nicht mehr 60 fps, sondern eben nur 30 fps, weil aber die verworfenen Frames sind trotzdem da, also von daher im Endeffekt ist es ja eh egal. Aber wie gesagt, YouTube braucht in der Verarbeitung halt immer sehr viel länger. Ist halt ein bisschen blöd. Ich hätte es erst auf privat hochladen müssen und dann halt eben im Nachhinein die Premiere raus haben, bis wenn die Verarbeitung halt komplett da ist. Aber es ist relativ egal. Die Premiere-Funktion ist sowieso halt ein bisschen eher nicht so das Wahre, also von daher im Endeffekt. Wenn
wenn es im Nachhinein 27p ist, kann man das ja immer noch im Nachhinein normal gucken. Also daher ist es. Ich bin halt gespannt, wie es aufruftechnisch mit Supercard läuft. Momentan liegt, glaube ich, das liegt sogar die, habe ich gerade gesehen, der Stream bei 7 Aufrufen, soweit ich es gesehen habe. Nicht, dass mich das irgendwie interessieren würde, aber es ist halt immer interessant zu wissen, wie es so läuft. Mega Man hat, glaube ich, der letzte Part, lass mich lügen, nach 3-4 Tagen 8 Klicks gehabt. Ach, fick dich doch! Ja, ich lasse mich von der Neon Alexa platt machen. Wie gesagt, aufruftechnisch ist es halt nicht das Wahre auf YouTube. Es ist vielleicht auch ein Grund, warum ich sehr wenig gemacht habe in letzter Zeit. Das Blöde daran ist, wenn ich wenig mache, werden die Aufrufzahlen auch noch weniger. Also von daher ist das so ein bisschen doof. Man muss was machen, um Klicks zu bekommen, aber wenn man was macht, kriegt man die Klicks trotzdem nicht. Also irgendwo. Ja, YouTube ist halt ein bisschen. Also so ist halt. YouTube ist halt Kacke. Man geht halt in der Masse an Leuten unter. Aber darüber möchte ich nicht philosophieren, meckern. Es ist halt wie es ist. Ich hoffe, dass ich demnächst endlich diese Alexa hier loswerde. Ich glaube, ich bin sie los. Sehr schön. Ich wollte sagen, je aktiver man ist, desto mehr sollte man auch davon haben. Bei Algorithmen und so. Ja, es ist im Grunde ist es auch so. Je mehr du machst, desto mehr sieht sich der Algorithmus und empfiehlt dich auch und so weiter und so fort. Und hast du nicht gesehen? Also im Grunde ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gesehen wirst, wenn du viel machst, höher als wenn du nichts machst. Das ist das Problem an der ganzen. Wenn du inaktiv bist, wirst du halt auch nicht mehr vorgeschlagen und so weiter. Und somit finden die Leute dich auch eher weniger. Problem ist, die Leute finden dich auch nicht, wenn du viel machst, weil früher hieß es ja mal, du musst Sachen machen, die noch keiner gemacht hat vor dir. Das Problem ist, finde erstmal irgendwas, was noch keiner vor dir gemacht hat. Das, was ich hier mache, ist, haben auch schon 10.000 andere Leute gemacht. Und man kann auch nicht sagen, egal ob Supercard oder andere Let's Plays an sich, es ist kein Nischen Gebiet mehr. Es gibt haufenweise Supercard-YouTuber, es gibt haufenweise Let's Player da draußen. Also, es ist schon ordentlich. Da überhaupt erstmal gesehen zu werden, ist sowieso schon schwierig. Es ist schön, wie gesagt, gesehen zu werden, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, es ist. Ich mache jetzt einfach nicht mehr, weil es mir einfach nichts bringt. Im Endeffekt, meine Aufrufzahlen waren sowieso noch nie die besten. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Das fängt positiv an, das war gerade eine WrestleMania 34 Karte. Fick dich. Da ist er. Sollen das? Es hätte ein Superstar sein können. Ja, wie gesagt, aufruftechnisch war es bei mir noch nie so wirklich positiv. Aber vielleicht liegt es an der Aktivität, vielleicht liegt es daran, wie ich die Betitelung mache, vielleicht liegt es an Thumbnails, vielleicht liegt es an mir oder was weiß ich. Gut, im Endeffekt sieht man es ja auch erst, wenn man darauf geklickt hat, wie ich bin und so weiter. Also man sieht ja, wenn man in die YouTube-Seite, keine Ahnung, Final Fantasy 15 eingibt, sieht man ja erst einmal nur das Thumbnail und den Titel. Aber
weiß es nicht. Aber wie gesagt, es lief halt noch nie rund bei mir. Oder diese Nische in der Nische finden und am besten sich auf eine Art von Spiel konzentrieren, um eine bestimmte Fanbase anzulocken. Das ist das Problem an Let's Playern. Die machen halt nicht nur ein Spiel, sondern die machen halt viele Spiele. Das ist das Problem halt, wie gesagt. Es gibt aber auch nicht viele Spiele, sage ich mal, wo man sagen könnte, okay, darauf kann man einen ganzen Kanal aufbauen, der halt wirklich eben nur halt diese Fanbase bedient. Gut, wiederum hast du als Let's Player bedienst du mehrere Fanbases. Das heißt, du bedienst sowohl die Final Fantasy Fanbase zum Beispiel, wenn du Final Fantasy machst, als auch die Kingdom Hearts Fanbase, wobei die gehören vielleicht ein bisschen zusammen, als auch vielleicht, keine Ahnung, die. Jetzt machst du zum Beispiel Doom noch, dann hast du da noch die Fanbase mit drin. So, aber das Problem ist, die gucken halt eben auch nur eben das Projekt oder halt eben ähnliche Projekte davon. Genau, da findest du einige, aber such mal nach Adam. Das ist halt so eine Art Nische in der Nische gewesen, wie du so schön sagst. Das ist halt. Es hat was mit Final Fantasy zu tun, aber auch mit der Sache außerhalb von Final Fantasy, weil du hast zum einen Ignis, der ist halt. Eben Ignis ist ein Final Fantasy Charakter, und dann hast du halt Adam halt. Es ist halt bloß der Synchronsprecher von Ignis. Und finde erstmal jemanden auf YouTube, der überhaupt irgendwas über Adam gemacht hat. Natürlich findet man dann dich eher, weil du schon mehr darüber gemacht hast als viele andere. So in der Hinsicht, in der. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch. Wobei ich mir eigentlich aber eigentlich, wenn ich so nachdenke, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, wie so funktioniert, wenn irgendjemand das nicht macht, wenn du irgendwas zu finden, was keiner macht, was keiner gemacht hat, dann muss es ja auch automatisch keiner kennen. Also wie kann das dann Aufruf bringen? Das ist halt, immer noch nicht, warum das von mir noch keiner gemacht, vor mir noch keiner gemacht hat. Wenn doch alle so auf seine Stimme abfahren, ja. Die meisten denken wahrscheinlich, ja, Ignis geil, war. Die habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Die sind wahrscheinlich nicht so in Richtung. Oh. Ja, ich weiß, dass Neville und Jericho bei All Elite Wrestling unterschrieben haben. Warum willst du mir das noch anzeigen? Ja. Wo war ich jetzt? Genau. Sie interessiert sich vielleicht nicht. Nee, nicht viele. Ein paar interessieren sich natürlich für die Person hinter Ignis Stimme. Es gibt aber auch viele, die halt sich eben nur für den Charakter Ignis an sich interessieren. Und das wird wahrscheinlich der Punkt sein. Viele. Oder viele haben halt nicht. Irgendwie einen haben vielleicht nicht die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, sowas zu machen in dem Sinne. Ich weiß, ganz genau kann ich dir das jetzt auch nicht sagen. Die einen mögen es halt, die anderen mögen es halt nicht. Oder machen es halt so. Oder. Und warum das eben noch keiner gemacht hat, ich weiß es halt eben auch nicht. Vielleicht war es denen einfach zu simpel oder was weiß ich. Wie gesagt, keine Ahnung. Die ist übrigens geprodi. Kage. Hat aber nichts gebracht. 3 zu 0. Wie gesagt, ich kann es dir eben nicht sagen, warum es keiner von dir vorher gemacht hat. Kann dir aber eigentlich kann es dir aber auch egal sein, weil es hat dir einen positiven Effekt gebracht. Die Leute kommen auf dein Video und nicht auf Videos von anderen.
Ist zwar ein bisschen schade, dass eben eben nur das Video die viele Aufrufe kriegt und die anderen Videos halt eben eher nicht. Aber immerhin ist es schon mal. Nicht sieht. Und simpel ist es nun wirklich nicht. Aber hey, das Video hat nun schon fast 100 Likes. Das siehst du also. Wie gesagt, ja, ob es nun einfach ist oder nicht, sei jetzt mal hingestellt. Ich denk, es wird auch nicht einfach. Es ist auch nicht einfach. Du musst das Spiel ja schließlich durchspielen, dann halt eben alle Geräusche und Sätze und was weiß ich von Iggy zusammenschneiden. Das ist natürlich eine Arbeit, eine Höllenarbeit, das ist richtig. Und vielleicht war es den Leuten halt zu viel Arbeit. Das kann ja natürlich auch sein. Aber für dich hat es halt eben den positiven Effekt gehabt. Die Leute kommen halt auf dein Video, wie gesagt. Und natürlich hat es halt eben nur bedingt mit Adam zu tun, weil du halt eben nur seine Stimme hörst und ihn nicht siehst. Ist ja richtig. Und ich denke mal, das ist aber auch der Grund, warum das Video auch viele Aufrufe hat, weil es eben auch um Ignis geht. Weil es um Ignis ist und nicht um Adam. Beziehungsweise, die meisten finden, ich weiß jetzt nicht, ich kenne ja die Statistik bei dir nicht, aber ich denke mal, die meisten werden das Video eben über Ignis gefunden haben. Denke ich mal. Gehe ich aber davon aus. Weiß ich. Vielleicht haben die Leute vielleicht auch das über Adam gefunden. Weiß es nicht. Also von daher, wie gesagt, ich kann dir das nicht so genau erklären. Das ist einfach, wie es ist. Wie das für dich hat es den positiven Effekt gehabt. Du kriegst die Aufrufe und die Likes dafür, für das Video. Dann doch eher durch Iggy, das stimmt. Naja, sag das mal nicht. Es gibt bestimmt Leute, die nach Adam suchen. Weil die, die Videos über Adam, die haben natürlich auch einige Aufrufe, wo Adam auch drin vorkommt. Gut, es hat vielleicht auch mit der Serie, mit den Serien oder mit den Sachen halt zu tun, wo das halt drin vorkommt. Aber im Grundsätzlichen gibt's auch Leute, die eben nach Adam suchen. Das kannst du so nicht abstreiten. Natürlich, die meisten haben das Video durch Iggy gefunden. Natürlich. Aber du kannst nicht abstreiten, dass es bestimmt auch der ein und andere eben durch die Adam-Suche gefunden hat. Kann man nicht abstreiten. Aber die meisten halt sind halt eben wie Iggy da gewesen. Das sieht momentan ganz schlecht aus. Das sieht momentan ganz schlecht aus. Aber erst einmal relativ egal. Es muss auch mal schlecht laufen, was so schön sagt, wa? Schade, dass meine letzte Frau, meine letzte Karte an sich. Wird mich aber hier groß nicht retten, nicht groß retten können, deswegen, ich gehe davon aus, es wird gleich vorbei sein. Jetzt kommt schon Ronda, die wird sie vielleicht noch überleben, ne? Ja, langsam aber sicher. Na,
wenn ich das schon wieder sehe hier, na gut. Das könnte es jetzt schon gewesen sein. Definitiv. Das ist es gewesen. Die hat hier definitiv, die hat fast 300.000 Punkte. Naja. Okay. Nochmal aufladen. Das King of the Ring will ich nochmal ordentlich durchziehen, bis ich dann hier die Karten alle neu sortiere, sage ich jetzt mal. Ah, der ist sogar schon perfekt. Er hat schon sein Max-Wert. Also was heißt sein Max-Wert? Egal, auf jeden Fall. Naja, so viel war es jetzt nicht, aber egal. Ist ja egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Monster gerade habe ich bloß eine. Na gut. Das hat mir dann doch ein bisschen was gebracht. Trotzdem, er hat noch nicht ganz die Hälfte an seinen Werten, sage ich jetzt mal. Alle sogar noch im Moment Rumble, okay? Links drin. Beziehungsweise. Gut, der ist ja auch Pro, also von daher natürlich ist er noch im Deck drin. Unterstützung. Hier hat sich nicht so viel geändert. Noch nicht so stark wie er ist, noch nicht ganz so stark geht. Es ist alles noch am Anfang, ist alles noch okay. Wie sieht's hier aus? Noch Fürmer, hier Fürmer noch, das sieht gut aus. Bisschen was machen. So langsam aber sicher werde Schmiede. Ich meine, das Wichtigste habe ich ja im Grunde gemacht in Supercard. Ich habe meine Team Battle Matches gemacht. Ich habe mein Deck mehr oder weniger verbessert. Und ich habe ein paar Matches in Elimination Chamber gemacht. Habe eigentlich quasi das meiste schon gemacht. Jetzt müsste ich eigentlich Elimination Chamber spielen.
Und eigentlich müsste ich abwarten, was das nächste Event, sage ich jetzt mal, ist. Nach Ring Team Ring Domination. Wobei meistens ist es eher so, dass es entweder ein Road to Glory ist, eben nochmal mit, keine Ahnung, Steve Austin oder was das war, keine Ahnung. Oder halt eben, es gibt noch eine einzelne Ring Domination. Oder es gibt ein Team oder irgendwas. Wie gesagt, wird sich wohl zeigen. Aber wie gesagt, in Elimination Chamber muss ich sowieso auch spielen, weil damit ich dort halt eben auch meine Punkte sammeln kann, sag ich jetzt mal. Am Ende vielleicht. Mir dann auch meine Karten so holen kann, die ich brauche, wie ich will. Also im Endeffekt. Wie auch immer, spielen muss ich so oder so. Aber na gut, Elimination Chamber geht ja noch 6 Tage, also von daher habe ich da noch genug Zeit in dem Sinne. Allerdings brauche ich halt, wie gesagt, auch was, wo ich halt eben mein Braun Strowman weiter trainieren kann, damit der halt eben halt endlich mal so weit gelevelt ist, dass ich ihn auch prone kann, weil alles schön und gut mit dem Women's Elimination Chamber und so weiter. Wie gesagt, da fehlt mir, wie gesagt, so ein bisschen das Paradoxon, das Paradoxon heißt, das Pendant halt eben, oder das für die Männer halt quasi, so eine Art Event, sag ich mal. Das würde mir eher geholfen, hätte ich meine Braun Strowman trainieren können. Und vielleicht schon innerhalb des Streams vielleicht sogar noch geschafft, Braun Strowman halt, sag ich jetzt mal, zu prone. Beziehungsweise natürlich könnte ich mich jetzt hinsetzen und direkt jetzt sofort prone. Könnte ich natürlich auch machen. Aber man muss ja nicht alles haben, wa? Ich meine, die meisten meiner Pros, die ich habe, die sind nicht direkt voll aus. Die meisten Pros, die ich habe, die habe ich ja nicht. Wo ich die bekommen habe ich die sofort geprot. Nachdem ich natürlich alle beide gelevelt habe. Also quasi, dass sie halt quasi Gold Pro sind. Aber Play-Level, also quasi die Dinge alle voll gemacht, das habe ich da bei keiner eigentlich. Ah, der Mickey. Ach, wo ich sie gerade sehe, habe ich glaube ich vergessen noch zu erwähnen. Es gibt da jetzt neue Throwback-Karten, beziehungsweise Oldschool-Karten oder was weiß ich. Zeige euch mal. Gibt jetzt hier auch Nostalgie, neue Nostalgie-Karten. Da kommt übrigens auch eine Mickey James dazu. Also quasi gibt es auch eine Mickey James bald auf irgendeiner Stufe, sage ich jetzt mal, wo ich sie gerade gesehen habe. Weil das ist eine der Karten, die quasi hinzugefügt werden zum Spiel dann. Weiß halt nur nicht, welche von den dreien das dann halt ist.
Weiß auch nicht, ob die schon hier drinne steht. Hier. Zerstört. Wie gesagt, die letzte Miki war ja die Goyard-Miki. Also kommt jetzt Miki James, eine neue Karte, sage ich jetzt mal. Eine Nostalgie-Karte und die ist halt eben zerstört. Nur mal so als Nebeninformation, wo wir sie gerade haben. Das kann ich mal gucken, weil bei den Nostalgiekarten, sage ich mal, gibt es auch eine Charlotte. Ich muss mal kurz was gucken, ob hier noch irgendwas. Nee, bei Alexa hat sie nicht so viel getan. Stimmt, da stand ja auch nichts mehr da. Ich habe mal, hab mehr mal. Irgendwo habe ich sie mal. Irgendwo gab es den Bericht, wo ich zu den Nostalgie, wo man nachgucken konnte, welche Nostalgiekarten hinzugefügt werden. Wie gesagt, da habe ich halt nur gelesen, dass da auch Mickey James mit drin stand. Nur so als Randinformation. Weil ich habe ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das gestern im Stream gesagt habe oder irgendwann woanders mal. Weil ich finde es schade, dass es halt keine Mickey James in den neueren Deckstufen gab. Also Neon oder Gotik. Oder zerstört. Das hat sich ja inzwischen jetzt geändert. Es gibt ja jetzt mehr oder weniger eine Gotik. Zerstört Mickey James. Im Grunde kann ich nicht mehr weitermachen. Ich bin übrigens schon Platz 6, sehe ich gerade. Wahnsinn. Haben wir zuerst Lexi raus, genau. Zumindest hier ist jetzt das Stream in 720p verfügbar. Mal gucken. Bitte war jetzt der Stream nicht, sondern halt eben die Aufnahme, diese, doch, dürfte eigentlich jetzt in 720p verfügbar sein, der Dings, der Livestream von gestern. Ja, YouTube braucht aber ein bisschen länger, das zu verarbeiten. Oh, ich werde hier gerade abgezogen, das gefällt mir gar nicht. Stunden. Ach, jetzt haben sie das, die haben, WWE hat das Frauen-Rumble-Match vom letzten Jahr hochgeladen jetzt. Wahnsinn. Über eine Stunde ging das. Wahnsinn. Ich bin nur fasziniert, wenn ich hier Leute in meiner Abo-Box sehe, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Bin ich immer fasziniert. Allerdings denke ich mir dann auch wieder, wenn ich dann draufklicke und sehe, dass die haben ja schon letzten Wochen schon wieder haufenweise hochgeladen. Warum siehst du das einfach nicht? Weil sie mir nicht angezeigt wurde. Ja, da musst du die Glocke aktivieren. Nein, hey, musst du nicht.
Die Glocke bringt genauso viel, nämlich gar nichts. Weil es egal, ob du die Glocke aktivierst oder nicht, am Ende kriegst du die Benachrichtigung auch erst 3 Wochen später, dass er ein Video hochgeladen hat oder so ähnlich. Das sehe ich ja bei einigen Videos auch so. Die sind schon eine Woche alt, kriegst dann trotzdem noch die Benachrichtigung, dass dir das Video hochgeladen wurde. Aber hast du es schon 3-mal gesehen oder so? Keine Ahnung. Bianca belehrt mich, fand ich gut. Du spinnst wohl, du kleine blöde Kuh, hätte ich beinahe gesagt. Dich los, Jürgen, mach dich nächstes. So, wie gesagt, ich so langsam aber sicher habe ich meinen Mund auf Fusselig gekriegt. So langsam aber sicher gehen mir selber auch die Themen aus, über die ich reden könnte. Langsam aber sicher schlaucht's ein bisschen. Ja, das wird eine Niederlage hier, weil Nia Jax kann das lang nicht so lange stemmen. Also, hat schon verloren. Ah, gut, 3-0 verloren. Ah, gut, ist egal. Aber 2,5 Stunden ist eigentlich ein guter Livestream-Schnitt. Ist eigentlich ein guter Livestream-Schnitt. Oh, wir sind bei 4000 Punkten. Sehr schön. Gucken wir nochmal hier rein. Ich habe genauso viele Punkte gemacht wie er. Er macht noch Punkte. Du hast mal wieder. Der hat mal wieder gar nichts gemacht hier. Der Herr, der angeblich so viel grinden soll. Naja, gut. Lass er jetzt mal dahingestellt. Wo ist eigentlich hier sein Kollege? Der hat genauso viel gegrindet, nämlich gar nicht. Naja, gut, bei ihm. Er hat auch nicht so viel gemacht, aber er hat immerhin ein bisschen was gemacht, aber. Gut, er kann ein paar Punkte machen, das ist nicht. Ich hoffe halt, dass es am Endeffekt reicht, dass wir am Ende gewinnen. Der hat relativ gut gemacht, der muss jetzt bloß noch seine Angriffe durchziehen. Unser Stärkster im Bunde hat natürlich auch wieder nichts gemacht. SummerSlam 18 Liter als Hall of Fame. Sowas muss man leveln, Junge. Sowas muss man leveln. Man kann es ja niemanden dazu zwingen. Das ist das Problem. Wie gesagt, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich muss jetzt warten, bis das Ganze vorbei ist. Ja. Wie gesagt, 2,5 Stunden ist ein schöner Schnitt. Ich mache dann hier jetzt Schluss für den Livestream, weil erstens bin ich sowieso müde und zweitens müsste ich jetzt eh warten. Ich könnte jetzt bloß Wildspiele machen und das möchte ich jetzt auch nicht machen. Mache ich hier Schluss für heute.
Und mal gucken, wie es dann nächsten Tag weitergeht. Der Stream übrigens wird dann morgen, wenn ich es schaffe, also ich ihn morgen, ziehe ich ihn morgen auf YouTube rüber. Also für die Leute, die nicht gucken konnten. Wenn alles gut läuft. Vielleicht ziehe ich ihn auch heute schon auf YouTube rüber, machen halt bloß erstmal auf privat und stelle dann morgen die Premiere oder irgend sowas, keine Ahnung. Mal gucken. Ich mache jetzt hier Schluss und dann an alle, die da waren. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.